And it goes like, ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off, cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like, for you.
close your eyes. Close your eyes. We'll be right back.
Ihr hört Antenne Ball. Und der FC Köln bringt den Paradefuß hier im Traum. Und Sosa kann ein Ziel, jetzt ist er drin. Möglichkeit Freiburg, was für ein Tor! Was für ein Tor! Ich war gar nicht gut, ich hock 2:0 mit dir. Mau, mit einem Pannenker, Elfmeter, Punkt 4:3. Sascha Pulse, Tor! Ecke kommt, und er drin, Kopf und Schluss, das Yusufa Moukoko! Das war ein Ausfallgehen! Ganz ist Tor von Mikkel Kaufmann! Auf hier ein und das ist es! Musiala, Musiala! Ich sag es gut, im Tor! Guter Ball jetzt mal von den Hamburgern! Was ist das für ein Tor? Was ist das für ein Tor von Reis? Zweite Bundesliga wird präsentiert von Antenne Ball. Und herzlich willkommen. Zweite Bundesliga, der Samstag, Fußball-Samstag. Er kann beginnen. Extra heute ein bisschen schicker angezogen, wie ihr seht. Extra für euch, für unsere treuen Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt auch wieder funktioniert. Ja, klappt auch wunderbar. Kleine technische Probleme wieder am Anfang, aber es funktioniert alles. Also, ich bin gut gelaunt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr habt euch gut erholt nach dem Abend gestern. Bayern München gewinnt mit 4:0 gegen Bayern 04 Leverkusen. Das konnten wir gestern Abend um 20.30 Uhr hier bei uns live erleben auf Antenne Ball. Und heute geht es gleich weiter mit Fußball bei uns auf dem Kanal. Und wir beginnen heute mit der zweiten Bundesliga, mit dem Nordderby. Beide Vereine rennen gerade mal 200 Kilometer, also gar nicht mal so weit. Es sind beide auch ohnehin die zwei nördlichsten Vereine in der deutschen Fußball-zweiten Bundesliga. Es ist Kiel gegen Hansa Rostock. Wir haben viele Rostock-Fans bei uns auf dem Kanal tatsächlich. Die möchten wir auch schon mal hier begrüßen, unter anderem Wettpropheten. Grüße gehen raus an dich, der wieder dabei ist. Auf Shizui schon gesehen und Susi, willkommen. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt auf Antenne Ball und heute diesen Samstag mit uns gemeinsam verbringen möchtet. Was heißt mit uns? Heute ist es eigentlich tatsächlich nur ich, denn Marvin ist nach wie vor noch im Urlaub unterwegs, erst am Dienstag und Mittwoch für euch wieder im Einsatz. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr euch freut, mit mir heute gemeinsam diesen Samstag durchzustehen. Also, Kiel gegen Hansa Rostock, Platz 8 gegen Platz 9. Es kann spannender eigentlich auch gar nicht sein, was das Tabellenmittelfeld betrifft bei der zweiten Liga. Wir haben heute drei Spiele, wir konzentrieren uns heute komplett nur ganz allein auf dieses Nordderby zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock. Ja, was ist passiert bei beiden Vereinen? Es gab die Länderspielpause und tatsächlich gab es für einen Verein von beiden mal so richtig dickfett auf die Punkt. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar gab es ein Freundschaftsspiel unter der Woche gegen Eintracht Braunschweig. Und das war nämlich Holstein Kiel. Die sind mal so richtig unter die Räder gekommen. 0:7 ging dieses Freundschaftsspiel aus gegen Braunschweig. Und es hat auch heftig gekracht. Selbst der Vorstand musste den Coach Marcel Rapp mal so richtig in Schutz nehmen. Und auch Luis Holtby, der ehemalige Schalker, Aachener und Mainzer, hat sich mal dazu geäußert und gesagt, das, was da passiert ist unter der Woche, das kann absolut nicht sein. Das war Arbeitsverweigerung pur bei Holstein Kiel und das muss heute definitiv besser werden. Ob das denen gelingt, das muss man erstmal abwarten. Letzte Woche gab es auch schon, davor die Woche, Entschuldigung, gab es da bereits schon eine Niederlage mit dem 2:4 gegen Bielefeld und jetzt heute geht es noch gegen Rostock, eine Mannschaft, die für Trainer Marcel Rapp etwas so ähnlich spielt wie FC Magdeburg laut ihm. Also wir sind gespannt, ob das heute eine Einbahnstraßenfußball wird für Rostock oder für Kiel oder ob wir am Ende tatsächlich Spannung pur erleben werden an diesem Samstag. So viel dazu schon mal zu diesem Spiel, ein wenig vorweg. Wir möchten natürlich euch alle mal mit ins Boot holen. Was sagt ihr, was denkt ihr? Wie geht das Spiel heute aus hier im Holstein-Stadion in Kiel? Wird Kiel gewinnen oder wird Rostock gewinnen oder gibt es dann tatsächlich am Ende ein Unentschieden? Das alles könnt ihr gerne mitbestimmen. Bei uns im Live-Chat habt ihr eine Umfrage zu sehen bekommen oder seht sie doch aktuell natürlich. Und dort könnt ihr gerne kostenlos und freiwillig mit abstimmen und ein bisschen mitwirken an diesem Livestream bei uns auf Antenne Ball. Auch schon mal hier der Hinweis für viele neu zugeschalteten oder auch per Zufall hier draufgekommenen Zuschauern.
Es ist natürlich klar, dass wir das Spiel hier nur 90 Minuten lang kommentieren, mit Originalstadion-Atmosphäre. Also das kann ich euch schon mal positiv mitgeben. Wir werden hier das Spiel also emotional mit aller Euphorie im Hintergrund komplett live erleben. Natürlich aber kein Bild. Das sollte ganz klar sein, die Rechte habe ich dafür nicht. Da, wenn jemand möchte, dass ich in Zukunft Bilder übertrage, dann gerne immer wieder ein paar Millionen Euro einspenden hier in den Stream. Dann wird das sicherlich irgendwann mal möglich sein. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, da nochmal der Hinweis, keine Bildrechte haben wir. Wir kommentieren lediglich das Spiel 90 Minuten lang plus der Stadionatmosphäre. Und wir freuen uns natürlich auf jeden Einzelnen von euch, der mitwirkt im Chat. Gerne immer wieder ein paar Kommentare reinschreibt, beziehungsweise auch Meinungen zum Spiel, zu den Themen rund um die beiden Vereine, die wir haben aktuell. Könnt ihr euch gerne äußern und damit auch eine kleine Diskussion entfachen, solange sie sachlich ist natürlich im besten Falle. Was haben wir heute noch für Spiele? Wir haben heute unter anderem nebenbei noch hier in der Konferenz, auch wenn wir das Spiel einzeln kommentieren, Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld und Greuther Fürth ist heute auch noch im Einsatz. Die müssen nämlich zu Hause ran gegen den SV Sandhausen. Also das ist auch ein Kellerduell tatsächlich. Greuther Fürth dann doch nicht die Mannschaft, die so wirklich sicher mit um den Wiederaufstieg spielt. Das, was ich unter anderem auch schon bei uns in der Prognose im Video auf dem Kanal gesagt hatte, Greuther Fürth für mich dieses Jahr keine Rolle im Thema Wiederaufstieg in die erste Liga. So, wir schauen mal kurz ein bisschen drauf auf den Live-Chat. Noch sind wir gar nicht mal so zahlreich heute, aber es ist noch Beginn des Tages. Also ich denke mal nachher bei der Bundesliga um 15:30 mit Köln gegen Dortmund werden wir auf jeden Fall zahlreicher zusammenkommen und dann auch am Abend noch mit Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist unser Programm heute an diesem Tag auf Antenne Ball. Grüße gehen auch raus an Mike Elsi, der wieder dabei ist. Schön, dass du da bist. Er tippt auf ein 1:0 für Holstein Kiel. Und Wettpropheten sagt heute 2:0 für Hansa Rostock. Also ihr seht schon, allein diese zwei Tipps gehen schon weit auseinander. Ich würde mich auch mal anschließen mit einem neutralen Tipp aus einer neutraler Sicht als Kommentator und würde heute sagen, dass Hansa Rostock hier in Kiel tatsächlich Punkte mitnehmen wird. Ich schätze mal auf ein 3:2. Ich schätze mal auf so ein torreiches Spiel. Wäre gut für uns, wäre stimmungsvoll, es wäre unterhaltend und spannend. Und deswegen 3:2 mein Tipp für Hansa Rostock. Wettpropheten, kannst du es gerne, wenn du mal möchtest, für mich kurz in die Tasten hauen, dass wir das auch schwarz auf weiß hinterlegt haben, dass der Nick, der Kommentator, hier ein 3:2 tippt. Ja, wir haben noch 10 Minuten ungefähr bis zum Anpfiff hier in Holstein Kiel gegen Hansa Rostock. Für uns mal die Zeit, auf die Ausstellungen zu schauen. Das könnt ihr natürlich auch, indem ihr Ausrufezeichen Heim und Ausrufezeichen Gast in die Kommentare schreibt. Dann wird euch die Ausstellung jeweils angezeigt. Wir machen es einmal vor kurz für euch, damit ihr genau wisst, wie das hier funktioniert bei uns auf Antenne Ball. Also, wir haben Ausrufezeichen Heim, damit die Ausstellung von Kiel und Ausrufezeichen Gast. Und dann gehen wir mal die beiden Ausstellungen jeweils gemeinsam durch. Wir schauen auf die Mannschaftsausstellung von den Gastgebern. Von Holstein Kiel im Tor mit Däne. Dann davor haben wir die Viererkette in der Defensive mit Timo Becker, Wahl der Kapitän. Wir haben Simon Lorenz und Kirkeskov über der Linksverteidigerposition. Dann kommen wir ins Mittelfeld mit Eras, mit Sander und Porat und dann in die Sturmpositionen, so meine ich, sorry, mit Skrebski und Fabian Reese sowie auch Finn Bartels. Übrigens Finn Bartels mit einer ehemaligen Vergangenheit bei Hansa Rostock. Der gebürtige Kieler ist damals zu Beginn seiner Karriere im Alter von 20 Jahren tatsächlich in die Bundesliga gewechselt, denn damals spielte Hansa Rostock tatsächlich noch in der ersten Liga. Und kleiner Funfact, Finn Bartels schoss auch übrigens das allerletzte Tor für die Hansa aus Rostock in der ersten Bundesliga. Das mal nur so by the way. Dann gucken wir auf die Ausstellung von Hansa Rostock, auf das Team von Jens Hertel. Im Tor natürlich kein anderer als Markus Kolke, der Kapitän zugleich. Dann davor die Viererkette, der einzige Wechsel, denn Schärf ist raus, für ihn ist es Lukoki, der drin ist. Dann in der Innenverteidigung Rosbach und Malone, Rechtsverteidigerposition haben wir Neidhardt und dann im Mittelfeld mit Engelsson, Dressel, Fröde, Bröger und dann die Zentraloffensive ist dann Hinterseher und Sturm ganz alleine vorne drin. Verhug, wer sonst bei Hansa Rostock. Das also beide Aufstellungen. Wir sind bereit für Kiel gegen Hansa Rostock. Ich hoffe, ihr seid's auch. Unterstützt uns gerne heute, wie gesagt. Seid mit dabei. Genießt diesen Samstag bei uns. Wer es noch nicht weiß, wie gesagt, nachher geht es direkt weiter mit der ersten Bundesliga mit 15:30 im Spiel Köln gegen Dortmund und danach mit Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Also, ich bin motiviert, man sieht es ja auch. Die Kleidung sitzt, vielleicht die Hosen nicht ganz, aber die seht ihr zum Glück nicht. Aber ihr seht es, wie gesagt, ich habe mir extra schick gemacht für diesen Samstag heute. Wir haben ein großes Ziel. Ich habe mir mal überlegt, wir machen ein nächstes Abonnentenziel bei unserem Kanal.
Und wir wollen mal versuchen, dieses Wochenende vielleicht im besten Fall natürlich die 1600 zu knacken. Das ist das höchste Maximumziel. Aber machen wir es mal auf reduzieren. Mindestens 1550 wollen wir dieses Wochenende knacken hier auf Antenne Ball. Und gemeinsam eine noch viel größere Fußball-Community werden. Also liebe Leute, wir machen mal ganz kurz für 1-2 Minuten, 3 Minuten ungefähr Musikpause. Zeit uns natürlich wie immer vorzubereiten auf die ersten 45 Minuten. Und dann geht es los hier mit Holstein Kiel gegen Hansa Rostock. Bis gleich. Zweite Bundesliga wird präsentiert von Antenne Ball. So, man hört's, wir sind da aus Kiel, aus dem Stadion, aus dem Holstein-Stadion. Heimkulisse, Gästekurve, alle gut gelaunt und bestens motiviert für diesen Tag heute hier in Kiel. Nochmal zur Wiederholung, es ist natürlich ein Nordderby. 200 Kilometer Entfernung beider Vereine. Klar, das ist dann schon etwas weiter, als man denkt. Und wir benutzen auch immer wieder öfters das Wort Nordderby hier bei uns auf Antenne Ball. Aber es ist wirklich eins, denn es ist eigentlich das Wahrste. Denn es sind beide die nördlichsten Clubs im deutschen Profifußball. Holstein Kiel und Hansa Rostock. Es gibt keine höheren gelegenen Vereine, außer vielleicht noch der VfB Lübeck. Aber auch da müssen die noch einige Ligen nach unten gehen. Also, Stimmung ist ausgezeichnet. Die Kieler Heimfans, die stimmen sich schon mal ein. Die Gästefans, da brauchen wir gar nicht viel drüber zu sagen. Die werden wir sicherlich im Spiel lautstark hören und wahrscheinlich auch vermehrt hören. Und das ist der Unparteiische heute, der das Spiel pfeifen wird, der schon bereits im Spielertunnel bereitsteht und alle Spieler zu sich zieht. Es ist heute der Unparteiische namens Dr. Martin Thomsen. Fehlt offiziell heute Finn Kohn. Und der Videoassistent, falls es zum Einsatz kommen sollte, ist heute Patrick Hanselbauer. Ja, beide Trainer, einmal Marcel Rapp aus Seiten des KSV, sprich des Kieler Sportvereins, und dann haben wir natürlich noch Jens Hertel bei Hansa Rostock. Auch die beiden begrüßen sich schon mal bereits und sind bereit für diesen Tag, für diesen Samstagmittag. 13 Uhr ist an für 4 bei der zweiten Bundesliga, der 10. Spieltag, er steht an und es ist Platz 8 gegen Platz 9. Für uns natürlich mal die Zeit, mal kurz drauf zu schauen auf eure Tipps, die ihr schon alle dagelassen habt, im Live-Chat und beziehungsweise auch in den Umfragen. Wir sehen momentan, dass eine leichte Tendenz Richtung Holstein-Kiel geht. Also 57% sagen momentan Kiel gewinnt, 38% sind für einen Sieg der Hansa und gerade mal 5% sagen unentschieden. So, wir hören mal rein, es dürfte jetzt losgehen, die Mannschaften dürften rauskommen und wir hören mal ein bisschen so in die Kulisse rein und ich hoffe natürlich, ihr hört's.
gerne hierzu ein Feedback geben zum Thema Ton, ob ich lauter sein muss, ob die Fans lauter sein müssen. Grüße gehen raus an euch, wenn ihr das kurz machen könnt. Das wäre sehr, 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 sehr lieb und sehr, sehr nett. Also der komplette Gästeblock, wie gerade eben schon angesprochen, nicht verwunderlich, komplett ausgefüllt, komplett voll. Und die Mannschaften kommen rein. Die Einlaufmusik läuft, der Applaus von den Rängen, angeführt vom Unparteiischen Dr. Martin Thompson zu diesem 10. Spieltag. Und Rostock mit wirklich schicken Trikots heute in Schwarz. Und Kiel zu Hause ganz klar mit ihren blauen Trikots, wie gewohnt hier im Holsteinstadion. Finn Bartels, das große Wiedersehen mit der Hansa. Unter anderem zwischenzeitlich auch noch bei Werder Bremen gespielt, Bundesliga-Erfahrung weiterhin gesammelt und jetzt schon seit einigen Jahren unter Vertrag hier bei seinem Geburtsverein Holstein Kiel. So, da werden die Spieler abgeklatscht miteinander. Wir machen mal kurz ein bisschen leise, weil wir gleich mal kurz sonst die Werbung reinkriegen. Und das sieht schon mal gut aus. Beide Trainer verstehen sich, wie gesagt, außerprächtig gut. Und das ist die Platzwahl jetzt. Bei der Kapitäne, wir haben einmal Wahl und Kolke, die jetzt gegenüberstehen. Und Dr. Martin Thompson wird dann jetzt hier die Platzwahl vollziehen. Die Linienrichter heute unter anderem Tobias Schultes und Herr Jörg, die ihnen heute helfen werden, dem Unparteiischen, bei der Begegnung heute hier am 10. Spieltag. Es wird ein sicherlich knappes, interessantes Spiel werden. Wir haben viele Spieler auf dem Platz, die unter anderem Bundesliga-Erfahrung haben. Unter anderem Timo Becker hier bei Kiel, der unter anderem bei Schalke unter Vertrag war. Wir haben Finn Bartels, der bei Bremen und bei Rostock damals Bundesliga gespielt hatte. Also man hört schon, viele mit Bundesliga-Erfahrung. Und es kann losgehen. Wir sind bereit für diesen Spieltag Nummer 10 hier mit Kiel gegen Hansa Rostock. Also sehr gerne nochmal Feedback geben zum Thema Ton gleich, ob das so passt oder ob die Zuschauer lauter sein müssen. Wie gesagt, das ist die original Stadionatmosphäre hier aus Kiel. Und Rostock sowie Kiel warten jetzt nur noch auf den Anpfiff. Rostock wird anfangen in den schwarzen Trikots von rechts nach links. Und Kiel somit in den ersten 45 Minuten ohne Ballbesitz von links nach rechts nach Anstoß. Im Hintergrund hört man es. Das erste Battle findet schon mal statt auf den Rängen. Kiel gegen Rostock, das Nordderby. Wir sind bereit und das Spiel geht los. Rostock stößt an von rechts nach links in schwarz und Kiel von links nach rechts in blau. Erster langer Ball schon mal nach vorne in die gegnerische Hälfte von Kiel und sofort gibt es den ersten Einwurf nach gerade einmal 10 Sekunden für die schwarz gedressten Gäste von der Ostsee. Einwurf von Malone, nimmt schon mal direkt Anlauf und schiebt die Werbebanden zur Seite. Wird also ein weiter Einwurf geben bis tief in den 16er rein. Und so schaut er raus. Boah, wie eine Flanke gefühlt schon. Also das muss man auch erstmal können. War mir gar nicht mal so bewusst, dass Malone so weite Einwürfe kann. Respekt. Freistoß aber nun für den KSV in der eigenen Hälfte durch einen Stürmerfoul an Timo Becker. Hurra, hurra, die Rostocker sind da. Wir hören es im Hintergrund. Es wird nicht anders zu erwarten sein, dass die Rostocker sicherlich, was die Stimmung betrifft, ein kleines Heimspiel produzieren werden. Das ist der Torhüter, eingeblendet gerade für mich, von Kiel. Das ist Däne, der natürlich, wie schon vorhin angesprochen, geschockt wird nach wie vor nach dem Testspiel gegen Braunschweig. 0-7. Es ist wirklich ein Riesenschock, was man da erlebt hat. So, Flanke Kiel, erster guter Ball auf den Kasten und gerettet von Malone. Es gibt den ersten Standard. Eckball Kiel von links. Direkt vor der Gästekurve der Rostocker. Möglichkeit für Kirkeskopf, den Ball hier eventuell gefährlich reinzubringen. Drinnen lauert unter anderem Reese, Sander, Lorenz und Wahl.
Ecke kommt von Kickes Kopf. Der kommt gut auf den ersten Pfosten, aber auch hier rechtzeitig geblockt eines Verteidigers in Schwarz. Somit gibt es die nächste Ecke direkt hinterher. Nächste Ecke von Kickes Kopf. Ecke kommt, aber auch hier erstmal rausgeköpft und der Nachschuss nochmal aus der Distanz von der Nummer 27. Das ist Porat, der Mann, der hier im Zentrum spielt beim KSV. Einwurf für die Kieler auf der linken Seite in der eigenen Hälfte. Entschuldigung, für die Rostocker meine ich. Lukoki, der jetzt den Ball hat. Das ist der einzige neue Mann, der nach dem 3-1-Sieg gegen Magdeburg reingebracht worden ist für Scherf. Den genauen Grund, den konnte man nicht wirklich erfahren. Man geht eher davon aus, dass Scherf leichte muskuläre Probleme hat. Der Linksverteidiger, der Hansa. So, der Block beim KSV fühlt sich jetzt erst so leicht. Kann sein, dass es einen kleinen leichten Protest gerade gibt, so wie die Kameraeinfänge hier gerade sind für mich. Den genauen Grund weiß ich aktuell aber leider noch nicht. Also momentan sind nur lautstark die Gästefans zu hören. Timo Becker passt hier auf, hier aber allerdings nicht. Das ist die Möglichkeit vielleicht für Ingelsson mit Verhoek. Aber auch hier erstmal geklärt von Wahl hinten raus. Und das ist Porat. Spielt den Ball raus auf Timo Becker, dann steckt ihn durch nach vorne und super Ballgewinn von Malone. Und Lukoki setzt nochmal nach, aber alle für alle, einer für alle, alle für einen, so meine ich das. Porat mit Kickes Kopf, den Ball links raus, aber etwas zu weit gespielt, kein Problem hier für den Rechtsverteidiger, für Neidhardt bei Hansa Rostock den Ball lieber ins Aus zu spielen. Fröde. Also Sander, der Ball gut durchgesteckt, drinnen rein aus Krebski. Flanke an den zweiten Pfosten, dort ist niemand. Zurück auf Kolke, Ballbesitz für Hansa Rostock. Erst in 4 Minuten etwas taktischer Fußball. Beide Mannschaften haben etwas viel vom Spiel, also keine großen Fehlpässe. Beide Mannschaften spielen mutig nach vorne, selbstbewusst nach vorne und wissen, worauf es heute ankommt hier in dem Nordderby. Das merkt man. Stadion ist, wenn man mich fragt, so gut wie ausverkauft. Das werden sicherlich ein paar Dauerkartenplätze, die frei sind, nicht da sein. Aber sonst sind die Plätze relativ gut gefüllt. Also sicherlich ist das Spiel hier in Kiel ausverkauft. An der Nordsee. Langer Befreiungsschlag von Kolke, tief in die gegnerische Hälfte rein. Und Verhoek, der lauert natürlich schon. Aber auch hier gut aufgepasst, wieder vom Linksverteidiger, von Kirkus Goff. Eras. Auf Wahl, der Kapitän der Kieler. Mit dem Zug nach vorne jetzt mal. Damir Bartels schiebt den Ball rechts raus an die Seitenlinie zu Sander. Es ist eine Dreierkette im Sturm bei Kiel, die Bundesliga pur ist. Also Fabian Reese, unter anderem auch Champions League-Erfahrung gesammelt beim FC Schalke 04. Wir haben Steven Skrebski, der auch lange Zeit bei Schalke gespielt hatte. Und da ist ein richtig guter Ball gerade auf Fabian Reese, aber der Ball ist etwas zu weit geklärt hier von der Rostocker Verteidigung. Ja, und dann haben wir noch den linken Mann. Das ist Finn Bartels, lange Jahre bei Hansa Rostock, Bundesliga gespielt damals vor wirklich langer, langer Zeit. Und auch bei Werder Bremen hat er ordentlich viel Bundesliga-Erfahrung sammeln können. Timo Becker im 1 gegen 1 gegen Lukoki. Immer noch Becker auf Finn Bartels, aber erstmal auch hier wieder geklärt von Malone, weit raus in die gegnerische Hälfte. Also Kiel momentan so ein kleines bisschen mehr mutiger nach vorne in Richtung des 16ers von Hansa Rostock. Grüße gehen raus an Dominik Wistuba und auch an Simon Biller. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf Antenne Ball bei der Begegnung heute Kiel gegen Hansa Rostock. Wie ihr schon merkt, natürlich ohne Bild, aber dafür 90 Minuten lang live kommentiert von mir. Und wir hoffen natürlich, ihr genießt es und schätzt die Arbeit sehr bei uns hier auf Antenne Ball. Becker auf Finn Bartels im 1 gegen 1 gegen Malone. Der Ball kommt trotzdem rein. Es gibt Abstoß, kein Foulspiel von Malone. Starker Einsatz
Es war Rostock, Entschuldigung. Ja, da muss Rostock natürlich heute dem sie viel, viel mitarbeiten. Es ist nicht ganz die Mannschaft, wie die auch Magdeburg auf den Platz stellt. Kiel natürlich viel offensiver, viel besser aufgestellt mit Bartels, mit Reese und Skripski. Und da wird heute viel zu tun sein für die Defensive neben Malone und Rosbach. Und Kiel natürlich unter Druck nach dem 7:0 Debakel als Testspiel gegen Braunschweig. Klar, ich muss mich da zügeln, es ist nur ein Testspiel. Dennoch, das war pure Arbeitsverweigerung, hatte auch Luis Holtby so im Interview gesagt. Und da gibt es die erste Schusschance für Hansa Rostock aus knappen 18 Metern. Mal direkt versucht von Hinterseher. Der Mann, der heute auf die 10er-Position spielt, direkt hinter Verhug. Der damals also versucht, die Bälle schön auf Verhug vorzuspielen. Damit eine Gelegenheit auf den Kasten von denen passieren kann. Langer Abschlag auf die linke Seite. Aber direkt auf einen Mann in Schwarz. Auf einen Mann aus Rostock. Somit Ballbesitz für die Gäste. Schönes Bild auch gerade für mich im Hintergrund, wie die Gästefans komplett die Kurve eingenommen haben und hier Stimmung pur projizieren. Und nach den Kielern gefühlt gar keinen Ton übrig. Verhug Hinterseher. Aber der Ball wieder bei der Defensive in der eigenen Viererkette der blau gekleideten Gastgeber. Becker, langer, langer Ball nach vorne. Der kommt auch gut auf Reser. Die große Chance für den Bartels und die Parade von Kolke. Der erste gute Angriff auf den Kasten von Kolke. Und ich korrigiere mich hier zum dritten Mal. Entschuldigung, es war Steven Skripski, der Jan Schott das lange Eck genau in die Zentrale geschossen hatte und somit also direkt auf Kolke. Aber der erste Riesenabschluss auf den Kasten, der gelang hier Holstein Kiel nach 9 Minuten. Klasse Parade von Kolke, das war wirklich nicht leicht für ihn, für den Schlussmann, für den Kapitän der Hanseaten. Und Skripski scheitert somit an ihm. Die erste Riesenmöglichkeit nach 9 Minuten für die Gastgeber. Und ich lese es auch gerade hier im Chat. Dankeschön an Wettpropheten, der unter anderem auch Rostock-Fan ist und auch unser Mod ist, der sich ein bisschen recherchiert hat für uns. Die Kieler Heimfans protestieren also ein wenig und schweigen ein wenig aufgrund der Beschwerde von Steffen Schneekloth. Das ist der Präsident der Kieler, der sich beschwert hat über das Abbrennen der Pyrotechnik. Ja, das ist immer wieder ein beliebtes Thema, was ich auch immer wieder sagen kann für viele Fußballfans da draußen, die nicht die Thematik wissen. Es ist mittlerweile bekannt, dass alle Ultragruppierungen, egal welches Vereins, egal ob heim oder auswärts, immer wieder Pyro zünden werden. Die nehmen da kein Blatt vom Mund und werden auch nicht mal diesen Kodex brechen, dass man zu Hause keine Pyrotechnik zündet. Also, daher wahrscheinlich auch dieser Protest der Fans und deswegen auch das kleine Schweigen. Danke an Wettpropheten. Kurze Spielunterbrechung im Hintergrund gerade, während uns die ersten Spieler bei Kiel schon bereit machen müssen, weil der erste Mann am Boden liegt. Und das ist übrigens ein Hanseate, das ist Lukoki, der heute reingekommen ist für Schärf von Anfang an, der hier auch extrem humpelt. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Am rechten Unterschenkel fest er sich gerade. Könnte also sein, dass für ihn die Partie hier schon bereits gleich gelaufen sein wird. Wird es erstmal an der Seitenlinie weiterhin behandelt. Das Spiel kann somit also weitergehen. Freistoß, Timo Becker. Flanke kommt gut. Und geklärt vom eigenen Mann, von Malone, über den Kasten. Somit gibt es den nächsten Eckball für Holstein Kiel von der linken Seite. Das hätte auch wirklich brenzlig ausgehen können, gerade für Malone. Er rettet den Ball und schiebt ihn ab direkt über den Kasten von Kolke. Da hat nicht viel gefehlt und es wäre ein Eigentor geworden. Nächste Ecke also von links. Nächster Versuch vom Linksverteidiger. Mit der Nummer 2 von Kirkeskov. Ecke kommt wieder kurz. Und auch hier ungefährlich, kann geklärt werden. Von Bröger, der heute über die rechte Offensivseite kommt bei Hansa. Links außen Engelsson und im Sturm Verhug mit Hinterseher. Auch hier nochmal der Hinweis an diejenigen, die die Ausstellung sehr, sehr gerne wissen möchten beider Teams. Ausrufezeichen Heim, Ausrufezeichen Gast in den Live-Chat und dann kriegt ihr die Ausstellung für euch eingeblendet. Konterchance Hansa vielleicht, aber der Ball zu ungenau vorne in die Position von Engelsson. Somit gibt es den Einwurf
für die Gastgeber auf der linken Seite. Ja, nochmal Thematik. Finn Bartels, der begann seine Karriere hier bei Kiel und er hat den ganz großen Durchbruch dann erlebt 2007. Da ist er dann nach Hansa Rostock gewechselt mit einem Alter von 20 Jahren und dort hat er seine ersten Tore geschossen und wurde so richtig bekannt. Ja, was heißt richtig bekannt? Aber er hat seine Karriere auf jeden Fall erlebt. Und ich möchte es auch nochmal ansprechen, er hat tatsächlich bis dato heute das allerletzte Bundesliga-Tor erzielt für Hansa Rostock. Also ein sehr emotionales Wiedersehen eigentlich, wenn man mich fragt, für Finn Bartels. Kirkeskov, aber Ballgewinn durch Bröger. Steckt den Ball durch, vorne rechts. So, man hat Hansa Rostock mal ein bisschen Platz über Engelsson, der jetzt auf die rechte Außenbahn gekommen ist. Engelsson setzt sich ab in die Zentrale mit Verhoek, immer noch Engelsson. Im Rückraum lauert Dressel. Weiß nicht, was er machen soll. Lukoki nach wie vor noch auf dem Platz. Ihm geht es wieder ein bisschen besser, aber meines Erachtens hummelt er noch nach wie vor ein wenig. Die Frage ist, wie lange wird da heute hier noch die Begegnung vollstreiten? Nächster Mann am Boden, das ist gerade Engelsson. Festigt hier auch gerade erstmal an den Oberschenkel. Und der unparteiische Dr. Martin Thompson schaut sich das erstmal an. Aber Daumen geht hoch, Spiel geht weiter. Im Hintergrund hört man lautstark die Rostock-Fans. Mit Schalala Hansa Rostock. Und das erste Tor an diesem Tage ist auch passiert. Das kann ich euch gleich mitgeben. Sandhausen führt mit 1:0 in Fürth. Das heißt, der Negativtrend des frisch gebackenen Absteigers aus der Bundesliga, er geht weiter. Fürth klettert und klettert immer weiter nach unten. Wenn man mich fragt, kann man es auch eher Fallen nennen. Also, Gästeführung bei Fürth für die Sandhausener. Einwurf Kiel. Über die linke Außenbahn in der gegnerischen Hälfte. Aber der Ball direkt erstmal hinter. Und Rostock kann versuchen zu kontern über Hinterseher. Will hier nochmal nachsetzen und holt vermutlich ja, den ersten Eckball raus. Also Rostock kriegt nach der Viertelstunde Spielzeit den ersten Eckstoß. Über die linke Außenbahn. Stark gemacht von Hinterseher. Und der erste Standard für die Hanseaten, die heute hier in den wunderschönen schwarzen Trikots auflaufen. Ja, das sage ich als neutralen Kommentator. Ich finde die Trikots wirklich sehr, sehr schick. Ecke kommt. Auch hier kurz auf den kurzen Pfosten. Konnte aber auch hier erstmal geklärt werden. Rosbach hinter zu Kolke. Mit dem langen Ball nach vorne. Der kommt auch fast an auf Hinterseher im Rückraum. Gibt es den Abschluss Nummer 1. Der mal so ein bisschen auf den Kasten gerät vom Kieler Torhüter Dehne. Der Abschluss ergab von Engelsson. Aber eher ungefährlich trotzdem. Ein Schuss fürs Konto, für die Statistik. Kein Abseits durch den weiten Ball von Kolke. Auf Hinterseher und im Rückraum lautet Engelsson. Mit einem etwas ungenauen Abschluss. Aber trotzdem der erste Torschuss. Einwurf Kiel. Ja, Kiel durfte in der zweiten Bundesliga-Historie insgesamt gegen 55 Vereine antreten. Und gegen alle Vereine haben sie jeweils schon mal punkten können. Nur gegen Leverkusen nicht und auch, ja, tatsächlich gegen Hansa Rostock nicht. Also selbst ein Unentschieden wäre heute ein kleines bisschen Geschichte für Kiel gegen Rostock. Es gab noch keinen einzigen Punktgewinn für Holstein Kiel gegen Hansa Rostock. Becker. Ja, Skripski setzt mal nach. Geblockt aber hier erstmal von Rosbach. Kiel bleibt am Ball. Höhe der Mittellinie. Über die Defensiven. Über Wahl, über Lorenz. Immer noch Simon Lorenz, spielt den Ball raus, hier in der Mittellinie auf Wahl. Den Kapitän mit der Flanke rein, gesucht wird Skripski, aber Rosbach passt auf. Köpft den Ball erstmal raus.
der hier den Linienrichter ein wenig anfährt, weil er die Fahne fordert, weil er eine Abseitsposition gesehen hat. Aber die Fahne bleibt hier erstmal unten. Einwurf Kiel, sehr nah am 16er der Rostocker. Über Reese. Nimmt auch ein bisschen Anlauf. Wird auch wahrscheinlich versuchen, den Ball weit reinzubringen in den 16er. So schaut's auch aus. Aber auch hier direkt auf den Kopf eines Rostocker. Ah, könnte Konterchance geben für Rostock. So schaut's auch aus. Es ist Verhug über die linke Außenbahn. Und klasse Tempo, klasse Mitarbeit von Fabian Reese, der da mitverteidigt und mit nach hinten spurtet. Und so den Ball gewinnt für die Gastgeber. Und dafür gibt es auch den tobenden Applaus von den Gegengeraden. Für diese klasse Mithilfe von Fabian Reese. Sander. Links raus auf Kirkeskopf. Und da mit Porat. Kirkeskopf wieder. Ah, schön durchgesteckt, aber dann im Endeffekt nichts mitgedacht vom Offensivmann. Somit ist der Ball wieder in den eigenen Reihen bei Hansa, bei Markus Kolke. Der Mann, der auch früher lange, lange Jahre dritte Liga gespielt hatte. Und das unter anderem nicht nur mit Rostock, sondern auch mit SV Wien-Wiesbaden. Und zurzeit bei Wien-Wiesbaden tatsächlich wurde er immer wieder mal zum Torhüter der Saison geführt. Und erst durch der Saison bei Wien-Wiesbaden damals wurde er auch so richtig wirklich aufmerksam auf viele andere Vereine. Und entschloss sich dann zur Hansa zu gehen, nach Rostock. Gleich 20 Minuten gespielt. Beide Mannschaften mit einem guten Abschluss auf den Kasten. Der gefährliche Abschluss, der gelang bis hierhin den Kielern über Steven Skrzypski. Direkt auf Kolke, der ein bisschen mit einer Glanzparade operieren konnte, auch wenn der Abschluss nicht allzu gut war. Aber dennoch die größte Chance im Spiel. Und jetzt gibt es vielleicht den Konter für die Kieler über Reese. Unten rechts kommt Timo Becker mit. Und der auf Skrzypski. Aber Reese gibt es den Eckball. Sieht so aus. Nein, geht Abstoß. Da zuletzt dann doch hier nochmal Reese dran war. Also Ballbesitz für die Gäste aus der Hansestadt. Ich hoffe natürlich, ihr hört die Fans lautstark und man kann es hören, wie die Stimmung hier ist. Sehr, sehr gerne darüber ein Feedback geben für mich, ob die Zuschauer noch ein bisschen lauter sein sollen oder ob das so vollkommen passt für euch. Armin Porat mit Reese, der jetzt heute linke Außenbahn kommt. Reese, Flanke kommt gut rein, aber auch hier erstmal geklärt von Lukoki. Und da ist noch ein Sieg voll gewesen. Freistoß für Hansa in der eigenen Hälfte. Nach 20 Minuten. Die insgesamte Bilanz beider Mannschaften, sie ist sehr ausgeglichen. Insgesamt trat man 11-mal gegeneinander an. 4 Siege Hansa, 4 Siege Kiel. Und 3-mal gab es einen Unentschieden. Also wenn es momentan dann hier bei dem Ergebnis bleiben würde, haben wir eine klare Linie. 4-4-4 dann. Von vielen Toren merkt man noch nichts, aber wer weiß, die können ja noch auf jeden Fall kommen hier. Rostock letzten Spieltag am 9. Spieltag mit einem 3:1-Sieg gegen Magdeburg. Und Kiel musste sich geschlagen geben mit 4:2 in der Schüco Arena in Bielefeld. Nächster Angriff, viel Platz für Skrzypski, der mit dem Ball rüber auf Reese spielen, kriegt nochmal eine zweite Chance. Porat. Spielt den Ball rechts raus. Da haben wir Sandler. Und Beckers Flanke. Oh, die kommt gut. Das Skrzypski im Rückraum. Die Chance für Reese. Und dann schlägt da ein Luftloch. Es gibt dennoch den nächsten Eckball für Kiel. Füße gehen raus an Real, der dabei ist wieder. Nach langer Zeit, glaube ich zumindest. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf Antenne dabei. Ecke Nummer 4, wenn mich nichts täuscht, für Holstein. Und wieder darf es der Linksverteidiger Kirkeskopf machen, auch wenn er jetzt hier auf die rechte Seite rüberwandern muss. Aber
mit links. Könnte es dann eine gute Hereingabe werden. Also nochmal kurz Pause, weil nochmal Dr. Martin Thompson reden muss mit Koike und mit Rehse. Ball noch nicht freigegeben. Ecke von Kekeskov. Von der rechten Außenbahn kommt hinein. Oh, direkt auf den Kasten gezielt. Und Koike muss den Ball über die Latte lenken. Geht also direkt die nächste Standard hinterher. Aber Seitenwechsel. Diesmal von links. Direkt vor der Gästekurve. Und da darf Kekeskov gerade die Seite wechseln und erneut die nächste Ecke schlagen. Wir warten wieder auf den Linksverteidiger. Ja, ich sehe gerade, Kekeskov überlässt einmal doch die Standard jetzt Porat. Hat wohl genug Meter gemacht mittlerweile. Nach den ersten 23 Minuten. So, nochmal die Anfeuerung der Gastgeber von den Rängen. Porat, Ecke, wieder kurz getreten und der Ball ist an dem Aus, geht Abstoß. Ja, die Variante ist nicht ganz so effektiv von Holstein Kiel. Die kurzen Ecken auf dem ersten Pfosten, die haben bis hier noch nicht wirklich funktioniert. So, nächster Treffer passiert und der nächste Treffer auf einem anderen Platz und zwar in Düsseldorf. 1-0 für die Düsseldorfer, also zu Hause. Gegen Arminia Bielefeld. Das ist nochmal der Coach Marcel Rapp, der Trainer vom KSV. Auch hier nochmal die Betonung, unter der Woche musste er stark geschützt werden vom Präsidenten. Nach dem Vorfall, dass man 7-0 verloren hatte in einem Test gegen Eintracht Braunschweig. Es war eine Demütigung, trotz vieler Topspieler im Kader, unter anderem mit Luis Holpi. Ja, jetzt gibt es vielleicht eine Möglichkeit für Hansa Rostock, Lukoki. Ja, nee, verliert den Ball. Und Kiel könnte eventuell den Konter einleiten, aber taktisches Foulspiel hier von der Nummer 6 von Dressel. Somit Freistoß für Holstein in der eigenen Hälfte. Es ist auf jeden Fall ein sehr ansehnliches, interessantes Spiel, wenn man mich fragt. Also es macht auf jeden Fall Spaß, es zu kommentieren. Es ist sehr taktisch ausgerichtet mit einem leichten Plus für Kiel, die momentan ein bisschen mehr vom Spiel haben, vor allem nach vorne auch hin. Da haben wir wieder den Linksverteidiger der Kieler. Ja, das macht's. Skrzypski gut, nächster Abschluss und die nächste Parade von Markus Koike durch den Nachschuss von Porat. Also Kiel ist sehr, sehr nah dran am 1-0 hier im Holstein-Stadion. Die Unterstützung der Gästefans, sie ist auf jeden Fall lautstark zu hören. Aber Kiel nach wie vor hier viel mehr vom Spiel. Und jetzt haben wir gefordert, es gibt Elfmeter für Kiel. 26. Minute, weil Neiter den Ball mit dem Arm so mitgenommen hat im 16er. Das zeigt nämlich auch gerade Dr. Martin Thompson ihm 3 bis 4 Mal an, um ihn zu erläutern, warum er auf den Elfmeterpunkt nun entscheidet. Der Ball wurde so mitgenommen, also klarer Elfmeter für Holstein Kiel, die jetzt hier mit 1-0 in Führung gehen könnten und die gute Anfangsphase somit auch krönen könnten. Ja, klarer Elfmeter. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Er nimmt den Ball mit der Hand somit etwas ungeschickt vom Rechtsverteidiger der Hanseaten. Es gibt den Elfmeter in der 27. Minute für Holstein Kiel. Und die Chance hier auf 1-0 zu stellen.
Markus Kolke, der Torhüter der Hanseaten, wird nochmal angefeuert von den Gästefans. Der kann jetzt natürlich brillieren auf der Linie. Ja, und wir schauen mal, wer antritt am Elfmeterpunkt. Es sieht aus, dass es Rehse macht. So ist es auch. Fabian Rehse tritt an gegen Markus Kolke. Lautstarke Pfiffe zu hören aus dem Gästeblock. Und Rehse ist eigentlich bereit. Dr. Martin Thompson stellt sich auch nochmal so hin, dass er alles im Blick hat. Elfer freigegeben. Rehse gegen Kolke. Rehse 1:0. Kiel führt im Deutschlandstadion. Holstein Kiel also mit der Führung nach 28 Minuten, die geht auch vollkommen in Ordnung. Sie haben mehr vom Spiel, sie haben die besseren Chancen gehabt und spielten auch viel, viel mehr. Offensichtlich ja auf den Kasten von Markus Kolke und der Elfmeter natürlich. Jetzt etwas glücklich, dass sich der Neidhardt so ungeschickt angestellt hatte, aber dennoch die richtige Entscheidung auf den Punkt zu zeigen. 1:0 Fabian Rehse in der 28. Spielminute. Drittes Saisontor für ihn und Rostock muss den Rückstand jetzt hier hinterherlaufen. Sehr souverän getreten von ihm, auch ins rechte untere Eck hat Kolke damit ausgeguckt, denn Kolke war schon auf dem Weg nach links. Rostock jetzt unter Druck und natürlich auch viel offensiver. Man sieht schon direkt die Veränderungen, wie direkt vier Offensivleute vor der Mittellinie stehen und jetzt auf jeden einzelnen Ball dauern nach vorne. Könnte die richtige Antwort auch sein vom Team von Jens Hertel. Ja, Offensivfoul, ungeschickt. Gibt den Freistoß für Holstein Kiel. Und lautstarkes Aufregen gerade hier von Pröger, der das nicht so sieht. Ja, aber ist die richtige Entscheidung. Brüger, der da in die Hacken läuft vom Kieler, von Porat. Und jetzt gibt es die gelbe Karte noch wegen Meckerns für Fröde. Denn jetzt hat Dr. Martin Thompson auch genug. 30. Minute, erste gelbe im Spiel für den Hansa Rostock-Spieler, für Fröde. Der mit Dressel zusammen hier in der Zentrale eigentlich alles, ja, eng halten soll und bloß nichts durchlassen soll, was von Kiel kommt. Regt sich aber hier mal lautstark auf und kriegt sofort die gelbe Karte. Vierte für ihn. Also er muss jetzt aufpassen in den nächsten Begegnungen, sonst fehlt er. Timo Becker holt den Einwurf raus in der gegnerischen Hälfte für den KSV. Becker. Eine sehr gute Partie bis hierhin in den ersten 45 Minuten für die Kieler. Sehr auffällig auf der rechtsverteidiger Position. Ist viel am Arbeiten, viel am Mitkommen, viel am Laufen. Ja, Lukoki sieht das nicht so wirklich, dass es jetzt Einwurf gibt für den KSV, aber so ist es. Ist die richtige Entscheidung. Einwurf Becker. Auf der rechten Außenbahn, direkt vor der Coaching Zone von Hansa-Trainer Jens Hertel. Ja, jetzt mal durchgesteckt von Bröger. Spielt den Ball rechts raus. Und da kommt Neidhardt noch ein bisschen mit nach vorne in die Offensive.
Neidhardt, Verhoek, aber der Ball direkt geklärt, der Kieler. Rese, rechts unten, unter anderem noch Timo Becker dabei. Links ist auch viel, viel Platz und der Ball kommt nicht gut genug an auf Finn Bartels. Große Chance hätte es werden können. Finn Bartels, Flanke rein, nächste Ecke für Kiel. Rostock mit großen Problemen hier ein bisschen Sicherheit zu finden im Spiel. Also, nächste Ecke von links. Und Kolke muss wieder zustellen. Wieder ein Fall für den Linksverteidiger. Für Kirkeskov. Der jetzt hier ein paar Gegenstände abkriegt aus dem Hansa-Block. Kann aber jetzt ausgeführt werden. Kirkeskov hebt den Arm. Ecke kommt wieder relativ zentral. Aber es gibt die nächste Ecke direkt hinterher. Diesmal von der anderen Seite, von rechts. Minute. Kirkeskov läuft auf die andere Seite und versucht jetzt auch hier von der anderen Seite mit der Ecke. Ecke kommt, diesmal besser und wieder sehr zentral, wieder direkt auf den Kasten und wieder musste Kolke aufpassen. Und es gibt die nächste Ecke hinterher, weil die Eckfahne persönlich ein bisschen mithilft. Ja, lieber Wettpropheten, ja, die Kieler Fans sind noch tatsächlich alle da. Aber immer wieder mal sind ein paar Einblicke in die Kurve der Kieler und sieht, dass dort keine Stimmung gemacht wird. Nächster Versuch, der Kieler. Gibt den Einwurf hinterher. Also Rostock schafft es nicht wirklich, sich da hinten rauszuklären. Kiel hat das Spiel komplett unter Kontrolle, komplett im Griff. Und die Mannschaft von Jens Hertel muss hier auf jeden Fall viel, viel mehr sich einfallen lassen, um bestehen zu können an diesem Tage. Nächste Ecke für die Störche. Nee, also tatsächlich ist noch eigentlich alles gut gefüllt. Kann natürlich sein, dass im Laufe des Spiels noch mehr Kameraeinfänge für mich zu sehen sind. Dann kann ich mehr dazu sagen. Und momentan wird es wahrscheinlich nur die Ultras sein, die eventuell das Stadion verlassen haben. Das kann sein. Porat. Aber der Ball ganz weit hinter gespielt zum Keeper, zu Däne. Er mit dem weiten Ball links raus, aber da passiert nichts. Erstmal bereinigt. Immer noch Porat. Bleibt dabei. Kiel ist hier tatsächlich nach wie vor die bessere Mannschaft, hat mehr vom Spiel. Auf der Bank noch unter anderem Jan Fiete Arp, Ignoski, Mühling, Orbus, Holpi. Also noch viele bekannte Namen, die man reinbringen kann. Auf Seiten der Störche. Dann auch gerade der nächste Treffer gefallen. Der Ausgleichstreffer von Bielefeld in Düsseldorf. 1:1 jetzt nun dort der Spielstand. In der Merkur-Spielarena. Bartels. Sauber aufgepasst von Fröde. Und der nächste Befreiungsschlag der Kieler weit nach vorne. Ja, Rostock muss irgendwie Spielkontrolle hinkriegen. Das klappt aber bis hierhin einfach gar nicht. Jetzt gab es einen harten Zusammenprall zwischen Skrzypski und, wenn ich es richtig sehe, zwischen Fröde. Und ja, tatsächlich, also wir Wettpropheten, ich kann es unterstreichen, die Ultras der Kieler, sie sind nicht mehr da. Sie haben das Stadion verlassen, also die Ankündigung ist damit komplett klar in Richtung des Vorstands.
keine Unterstützung der Gastgeber von den Rängen heute hier in Holstein-Kiel. Trotzdem die Führung durch den Treffer per Elfmeter von Fabian Reese vor etwa 10 Minuten. Während wir hier Steven Skripski haben, der am Boden liegt und noch behandelt wird. Und der Zusammenprall, der sah überhaupt nicht gut aus. Im Mittelfeld ist da mit Hinterseher zusammengeprallt. Hinterseher geht's gut, nur Steven Skripski hält sich hier an den Knöchel, an den rechten Knöchel. Ob das so gut aussieht, weiß ich nicht. Ob es da weitergeht, steht auch in den Sternen geschrieben. Wir warten mal ab. Marcel Rapp schaut schon mal nach, was er machen kann. Wird das ein Fall sein für Jan Vita Arp? Vielleicht wird er den Platz jetzt betreten gleich. Aber Skripski steht eigentlich gerade momentan noch bereit an der Seitenlinie. Rosbach. Na, vielleicht ein bisschen Platz für Rostock. Viel Platz. Rosbach außer Distanz. Rosbach. Handspiel gefordert der Rostocker. Aber auch hier erstmal weiterspielen gesagt von Dr. Martin Thompson. Der nächste Kieler liegt am Boden. Und jetzt wird es abgepfiffen von Unparteiischen. Es ist Timo Becker, der Ex-Schalker, der dort am Boden liegt und sich wirklich schmerzverzerrt an den unteren Bereich der Männer hält. Ihr wisst, was ich damit meine. Der Schuss von Rosbach. Ja, boah. Das tut beim Zusehen weh. Der Ball gelangt mit voller Lotte direkt in den Bereich, womit man Kinder zeugt. Das kann ziemlich wehtun. Letzten 6 Minuten hier in der ersten Hälfte. Mal schauen, wie viel Nachspielzeit es geben wird. Hier in Kiel bei diesem Nordderby. Beide Vereine trennen sich 200 Kilometer. Die zwei nördlichsten Vereine des Profifußballs im Duell gegeneinander. So, Timo Becker kann wohl wieder weitermachen, wird gleich wieder auf den Platz kommen. Däne, weiter Ball nach vorne. Korat steckt den Ball durch, aber der ist etwas zu weit. Einwurf für Rostock auf der rechten Seite. Und Becker hält sich nach wie vor leicht schmerzverzerrt an die untere Taille. Bröger mit Hinterseher im Duell, aber es klappt nicht. Sie kommen nicht durch die Abwehr der Störche. Sie ist wirklich momentan sehr, sehr gut aufgestellt. Rostock kann nichts Gefährliches kreieren aus dem Spiel heraus. Unterm Strich also klar und deutlich die Führung für Kiel. Sie ist verdient. Nächster Angriff über links. Fabian Reese. Flanke rein, kommt gut und wird irgendwie durchgesteckt, aber hinten lauert nur Lukoki, das ist der Linksverteidiger der Rostocker. Also Situation bereinigt für die Gäste. Es schaut ganz danach aus, als ob Kiel dann also auch nun den 54. Gegner von 55 einen Punkt holen kann. Ganz allein Leverkusen ist der Verein, in dem sie in der zweiten Liga nie Punkte holen konnten. Und jetzt ist der Fluch momentan nach aktuellem Spielstand auch gebrochen gegen den Hansa Rostock. Es gab die erste Ermahnung hier gerade und tatsächlich auch die erste gelbe Karte für den Coach. Es gibt Gelb für den Coach der Kieler, für Marcel Rapp. Warum auch immer er sich schon jetzt so früh lautstark aufregen musste, ich kann es nicht wirklich ganz nachvollziehen. Ich sehe jetzt keine Aktion, wo er irgendwie bewusst laut werden müsste. Sie führen mit 1:0 und alle Entscheidungen sind meines Erachtens vollkommen richtig von Dr. Martin Thompson.
gibt den Freistoß für Rosbach. Genau an der linken Seitenlinie, Höhe der Mittellinie. Langer Ball vor Richtung 16er, aber auch hier keine große Gefahr. Auch nochmal der Distanzschuss, der geht weit über den Kasten von Fröde. Nur ein kleines Hallo sagen war das, mehr aber auch nicht von Hansa Rostock. Ballgewinn für die Rostocker. So langsam tauen sie vielleicht mal doch auf. Na, der Ball kommt gefährlich da vorne. Ja, aber Markus Kolke passt auf. Seitenwechsel auf die rechte Außenbahn. Der Ball kommt an. Sieht gut aus. Nächste Flanke rein. Oh, die kommt gefährlich rein. Drittlauer Verhug, Verhug. Aber geklärt von Timo Becker. Da wollte ansetzen zum Fallrückzieher im 16er. Und kommt das schon für Kiel über Finn Bartels. Schickt den Ball links raus auf Reese. 2 gegen 2. Immer noch Fabian Reese im 16er. Reese gegen Malone. Immer noch Reese. Weiß nicht, was er machen soll. Und jetzt hat er sich festgelaufen. Holt zumindest den Einwurf raus. Große Möglichkeit für den Gastgeber hier auf 2-0 zu erhöhen. Die Kontermöglichkeit 2 gegen 2 mit Finn Bartels und Reese gegen die zwei Verteidiger aus Rostock. Einwurf von links für Fabian Reese nun. Er kommt lang, weit rein in den 16er. Aber auch hier erstmal aufgepasst, der Defensive der Gäste von der Ostsee. Letzte Minute regulär. Sie läuft hier im ersten Durchgang. Dann gehen wir rein in die Halbzeitpause hier in Kiel. Und das Team von Jens Hertel muss gefährlicher nach vorne wirken. Momentan ist das viel zu wenig. Und so wird heute sicherlich hier kein Punkt mitgenommen werden können aus dem Stadion hier. Und das trotz Heimspielatmosphäre der Rostocker. Fröde, langer Ball nach vorne, aber nicht wirklich zielstrebig nach vorne geschlagen. Somit Porat am Ball für die Kieler. Schaut, wohin er ins Spiel kann. Na, Abspielfehler mit dem Linksverteidiger, mit Kirkeskov. Und schnelles Umschaltspiel der Rostocker nun mal über Bröger, rechts außen. Bröger, viel Platz an die Hereingabe zu unten genau. Somit gibt es Abstoß für die Gastgeber. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es hier in der ersten Hälfte. Und Abstoß für Däne, den Keeper der Kieler. Und wir schauen mal auf die Umfrage im Chat, die wir jetzt beenden könnten vor Halbzeitpfiff. Momentan sagen 48% tatsächlich Sieg Kiel, 8% ungefähr sagen Unentschieden und 44% sagen, dass Hansa Rostock hier gewinnt. Also was das betrifft, eigentlich sehr, sehr ausgeglichen momentan, leichte Nase vorne für Kiel. Wir beenden hiermit also die Umfrage und in der Halbzeit werden wir eine neue für euch kreieren. Okay, vielen Dank an den Wettpropheten, der sich mal erkundigt hatte, dass allgemein Sanktionen es gegeben hat, dass nicht mal Flyer verteilt worden dürften. Ja, das ist schon eine extreme Stufe, die der Verein veranlasst hat Richtung der Ultras. Und daher auch der Boykott der Heimkulisse hier. Und deswegen auch nur Hansa Rostock hier lautstark zu hören, was die Fans betrifft. Danke Wettpropheten für das Nachforschen. Rosbach, langer Ball vor auf die Offensive, Hinterseher. Scheitert erstmal der Nachschuss, landet auch hier im Aus. Es gibt erneut Abstoß für Kiel. Aber zu kleine, feine Aufreger und Aufatmer von der Gästemannschaft aus Rostock.
Sie kommen wieder mal vors Tor. Immerhin etwas. Abstoß nun der Rostocker. Der Kieler, Entschuldigung, Däne. Weiter Ball nach vorne. Ersten zwei Minuten der Nachspielzeit sind um. Die letzten Sekunden, sie laufen. Gibt es noch mal eine Möglichkeit für irgendeine Mannschaft? Sieht momentan nicht danach aus. Somit schaut es aus, dass dieses Nordderby hier mit einem 1:0 in die Pause gehen wird. Und Kiel kann nach dem 2:4 in Bielefeld hier erstmal positiv entgegenschauen. Führt 1:0 gegen Rostock. Das bittere 7:0 gegen Braunschweig wird wie vergessen. Es sieht nach einem deutlich besseren Fußball aus als unter der Woche. Langer Ball nach vorne auf Hinterseher. Aber erstmal rausgeköpft und geklärt von der Verteidigung der Kieler. Ja, Fröde will nochmal. Hinterseher. Rechts ist Platz für Bröger. Seitenwechsel links raus, aber da ist niemand, da steht keiner. Und somit dürfte eigentlich Dr. Martin Thompson zum Halbzeitpfiff pfeifen. So hört ihr es auch, so ist es auch. Halbzeit hier in Kiel. Wir gehen in die Pause bei Kiel gegen Hansa Rostock. Und freuen uns schon auf eine hoffentlich spannendere zweite Begegnung in der zweiten Halbzeit. Denn momentan ist es von Rostock viel zu wenig. Da muss mehr kommen. Es ist zu wenig von den Rostockern. Und vielleicht gelingt es ihnen auch mit einer harten Ansage von Jens Herpel. Denn letzte Woche, vorletzte Woche konnte man auch gewinnen in der zweiten Bundesliga gegen Magdeburg. Nur heute fehlt es hier tatsächlich an dieser Angriffslust, an dieser Sicherheit und an dieser Zweikampfstärke. Und nochmal möchte ich es betonen, trotz dessen, dass man hier ein Heimspiel hat, da die Kieler hier nicht den Verein supporten. Die Ultras haben den Block verlassen, direkt nach Beginn der Partie. Also, wir machen kurze Pause für euch, nochmal Zeit, den Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch die Kommentatorenleistung hier gefällt von mir. Und wenn ihr uns in Zukunft unterstützen möchtet und heute am Nachmittag nichts verpassen möchtet, dann gerne uns auch abonnieren auf diesem Kanal. Antenne Ball ist live für euch da, für alle, die kein Pay-TV haben. Oder wenn ihr auf Arbeit seid und nebenbei Fußball hören möchtet, sehr, sehr gerne, könnt ihr immer wieder einschalten. Heute im Anschluss geht's ja weiter. Nach der zweiten Bundesliga, mit der ersten Bundesliga um 15.15 Uhr sind wir dann live für euch da mit der Begegnung 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Ein auch wirklich das Topspiel, wenn man mich fragt, Köln gegen Dortmund. Also, wir machen eine kurze Musikpause für euch, die Zeit, einen kleinen Snack zu holen, genauso wie für mich. Und dann sind wir da mit dem zweiten Durchgang hier bei Holstein Kiel gegen Hansa Rostock. Bis gleich.
Zweite Bundesliga wird präsentiert von Antenne Ball. Ja, wir haben die Halbzeitpause und wir haben eine Führung für Holstein Kiel auf dem Konto stehen. Wir sehen es in der Anzeige, die gleich eingeblendet wird, wenn wir zur Spielansicht kommen. Rostock macht zu wenig nach vorne. Sie sind ein bisschen zu harmlos, wenn man es mal so sagen möchte. Kiel hat mehr vom Spiel, hat mehrere Chancen gehabt, ist mutiger nach vorne und konnte sich dann auch belohnen mit dem Elfmeter, der auch zurecht gepfiffen worden ist durch das Handspiel von Neitab, dem Rechtsverteidiger der Rostocker. Und dadurch dann auch die Führung erzielen konnte über Fabian Reese vom Punkt aus. Ja, nach wie vor auch trotzdem noch die Fans ein Thema. Rostock hat ihr Heimspiel, was die Fans betrifft. Das war auch, denke ich mal, schon vornherein sowieso klar. Aber die Kieler Heimfans tatsächlich, da haben sich in großer Anzahl bereits schon verabschiedet. Klar, vorhin gab es wieder hier im Zwischenbericht, dass die Fans drin geblieben sind. Wir reden hier gerade von den Ultras. Also die Ultragruppierung ist definitiv nicht mehr da. Die haben ihre Taschen gepackt und sind weg. Die Leute, die für die Stimmung zuständig sind in einem Stadion, sind nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir haben heute hier ein sehr stimmungsarmes Spiel, was von den Kielern-Fans kommt. Aber die Rostocker sind trotzdem noch gut gelaunt. Trotz 1-0 Rückstand hofft natürlich das Team von Jens Hertel hier jetzt im zweiten Durchgang besser zurückzukommen und vor allem mehr zu machen in diesem zweiten Durchgang. Wir sind gespannt, ob das denen auch ja, funktionieren und klappen wird und ob es auch gelingen wird. So, wir schauen mal rein. Wir sehen, wir haben wieder Bild und können eigentlich loslegen mit diesem zweiten Durchgang in diesem wunderschönen Stadion in Kiel an der Nordsee. Wir sehen auf jeden Fall schon mal Wechseln. Van Drongelen unter anderem steht bereit bei Rostock und auch Scherf. Die werden dann also gleich hier den Platz betreten. Ist die Frage, ob die personale Veränderung dann jetzt hier von Jens Hertel wirklich was
bringen wird und verändern wird bei Hansa Rostock. Kiel macht das bis hierhin gut. Die drei Offensiven funktionieren wunderbar zusammen, Finn Bartels, Rehse und Skrzypski. Und man merkt, dass Rostock ganz große Probleme hat. Nicht nur Rosbach, nicht nur Malone. Jetzt kommt Van Drongelen rein, das heißt ein Innenverteidiger mehr. Die Frage ist, ob man einen Innenverteidiger rausnimmt, sprich positionsgetreue Wechsel, oder ob man dann doch irgendwie etwas umstellen möchte. Das werden wir dann jetzt gleich sehen. So, Rostock steht komplett wieder auf dem Platz, nur Kiel fehlt weit und breit. Wir sehen kein blaues Trikot, die brauchen da wohl ein bisschen länger, bis sie hier auf den Platz kommen. Es war nicht unbedingt eine weite Anreise, aber bis hierhin hat sich die Anreise schon mal nicht gelohnt. Für das Team von Jens Hertel und für die Gästefans. Für die Zuschauer und Zuhörer nochmal der Hinweis, wir haben eine neue Umfrage im Chat, da könnt ihr gerne mit teilhaben und teilnehmen. Wird Rostock hier nochmal zurückkommen, ja oder nein? Momentan sind sich alle einig und sagen, ja, Rostock kommt zurück an diesem Samstagmittag in Kiel. Gerne abstimmen, alles kostenlos und natürlich auch freiwillig. So, die Kieler Mannschaft, sie kommt raus auf den Platz. Ist jetzt auch bereit für den zweiten Durchgang und wir schauen auf die Veränderung, die jetzt dann bei Rostock stattfindet. Schärf kommt rein für Lukoki. Also Linksverteidiger für Linksverteidiger. Und dann gucken wir nochmal bei Van Drongelen, für wen er jetzt auf den Platz kommt. Momentan war mir nichts darüber bekannt, für wen er auf den Platz kommt. Schauen wir dann gleich. Wir konzentrieren uns erstmal auf den Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit vom unparteiischen Dr. Martin Thompson. Finn Bartels steht schon bereit zum Anpfiff. Und dann spielt Kiel diesen zweiten Durchgang von rechts nach links und Rostock von links nach rechts. Spiel geht los, zweite Halbzeit kann beginnen. Kiel führt 1:0 und Rostock ist jetzt unter Zugzwang und muss die Aufholjagd starten. Und Rostock fängt schon mal direkt an über Ferhug. Der einzig wahre Stürmer bei der Hansa. So, Svante Ingelsson ist raus. Für ihn kommt Rick Van Drongelen. Also, Van Drongelen wird dann wahrscheinlich doch eher offensiv hantieren. Wir werden es sehen. Ich werde euch darüber auch informieren, natürlich im Laufe des Spiels. Jetzt geht es erstmal den ersten Freistoß im zweiten Durchgang direkt für Hansa. Aufgrund des Foulspiels hier gegen Verhug, weil Porat zu spät kommt. Ist eine gute Position. Gerne auch wieder hier Informationen zum Thema Ton geben. Ob die Fans lauter sein sollen oder nicht. Auch wenn momentan es noch nicht so laut ist. So, erstmal Freistoß für die Rostocker. Der kommt gut und die große Möglichkeit Nummer 1 für Hansa. Der Abschluss per Kopf bei Hansa durch die Nummer 18. Und das ist, darf ich vorstellen, der gerade frisch eingewechselte Mann. Quatsch, was rede ich da? Entschuldigung. Durch Verhug. Persönlich. Nächster Einwurf. Lang reingeworfen. Und da lautet wieder Verhug. Und Dena hat den Ball in den Armen. Also, erster großer Aufreger im zweiten Durchgang in der 46. Minute. Durch Verhugs Kopfball gerade, der pariert werden musste von Dena. Und das motiviert natürlich die Gästefans. Die jetzt hier die Mannschaft gefühlt visuell und auch durch ihren eigenen Ton anziehen kann. Man hört es am Hintergrund leicht zu hören, das Anfeuern der Gästemannschaft. Dankeschön, Viktor, für das Feedback. Ja, und das nächste Tor ist gefallen in der Zweitbundesliga-Konferenz. Kräuter führt, hat gerade ausgeglichen gegen den SV Sandhausen. 1:1 steht noch, dann jetzt da. Und Rostock macht weiter. Porat wird ja angegangen. Vorteil laufen gelassen. Rostock bleibt am Ball. Van Drongelen, der jetzt hier hinten tatsächlich in der Innenverteidigung spielt. Das heißt, Rostock versucht es jetzt mit einer Dreierkette mit Malone, Rosbach und Van Drongelen. Somit können sie ein bisschen offensiver spielen. Und die Außenverteidiger, die sie vorhin hatten, nach vorne rotieren.
haben wir Dressel. Immer noch Dressel, gibt den nächsten Freistoß für Hansa. 3 Minuten gerade mal gespielt und wir sehen schon definitiv eine Veränderung bei den Gästen. Und der Coach, der Kieler, muss aufpassen, denn er hat schon Gelb heute bekommen in der ersten Halbzeit. Darf sich nicht zu lautstark hier aufregen im zweiten Durchgang, sonst fliegt er tatsächlich noch hier von der Coaching Zone runter und muss auf die Tribüne. Freistoß für Rostock, ein Fall für Neidhardt. Neidhardt, den bringt er präzise rein und hinten ist die große Chance zum Ausgleich. Und wieder vergeben sie vor freier Linie, Hinterseher. Der stand frei vor dem Tor und haut den Ball über die Latte. Das war die hundertprozentige Möglichkeit gerade zum Ausgleich, kein Abseits. Krüger steckt durch an den zweiten Pfosten. Und es gibt die nächste Ecke hinterher, aber die erstmal geklärt. Trotzdem bleibt Rostock am Ball. Den Bartels pass auf und der Ball ist jetzt bereinigt. Ball bei denen. Also 2 Riesenmöglichkeiten für die Hanseaten hier im zweiten Durchgang nach den ersten 4 Minuten. Rostock ist zurück im Spiel. Bröger. Hinterseher. Weiterspiel angesagt. Rechts außen ist Platz für Bröger. Ja, gut aufgepasst vom Linksverteidiger. Vor dem Kick ist Goff. Ja, Rostock ist wach. Rostock spielt wieder mit. Rostock ist aggressiv gegen den Ball. Hohes Tempo. Versuchen schnelle Angriffe. Es ist genau das Stilmittel, das Jens Hertel hier auch fordert gerade. Seiner Mannschaft. Nochmal die Chance, super gemacht. Und im Endeffekt war es gar nicht Hinterseher tatsächlich. Der Ball wurde zum Eckball geklärt, denn Hinterseher stand da so frei, hätte den Ball eigentlich nur einschieben müssen. Da habe ich mich zu früh schon erst aufregen wollen über den Fehler von Hinterseher. Nächster Einwurf für Hansa Rostock, gefährlich nah am 16er der Kieler. Die wirken ein wenig geschockt von dieser Anfangsphase hier in der zweiten Hälfte. Malone, es gibt Einwurf. Den kann er wieder ganz weit in den 16er reinbringen. Ein Einwurf von mehr als 20 Metern. Wow, einfach nur zum Faszinieren und zum Staunen. Ja, und Rostock bleibt dran. Das ist Dressel im Rückraum. Neidhardt. Rechts außen kommt Bröger. Flanke wieder gefährlich nah. Und wieder ist es Däne, der klären muss. Und der Befreiungsschlag der Kieler. Also Rostock mit einer enormen Druckphase gerade hier im zweiten Durchgang. Und die Stimmung, sie ist nach wie vor ausgezeichnet aus dem Gästeblock. Und es steht immer noch 0:1 aus Sicht der Rostocker. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie gut die Stimmung wird, wenn man hier noch ausgleichen sollte. Skripski muss erklären zum Einwurf. Schärf, der gerade frisch eingewechselte für Lukoki. Hinterseher. Ja, da scheitert er gegen Timo Becker. Rosbach, Flanke rein. Ja, Offensivfoul aufgestützt und somit gibt es Freistoß für Kiel und eine gelbe Karte für Dressel. Also Bröger und Dressel, beide defensiven Abräumer jetzt bei Hansa Rostock mit jeweils einer gelben Karte, müssen also aufpassen. So, taktische Spickzettel für Finn Bartels und für Däne. Immer wieder schön zu sehen. Auch ganz altmodisch werden hier noch die Spickzettel geschrieben. Ja, gute Frage, lieber Wettpropheten. Mal den Chat vielleicht ein bisschen animieren, die lieben Zuhörer und Zuschauer. Was denkt denn ihr? Wird hier Rostock nochmal zurückkommen? Ja oder nein? Stimmt ab in der Umfrage. Und schreibt doch gerne rein, was ihr noch denkt, wie das Spiel hier ausgeht. Lasst es uns sehr, sehr gerne wissen.
Spiel momentan unterbrochen. Und da ist der neue Mann jetzt auf dem Platz. Das ist Jan Fiete Arp. Never ending story mit ihm. Das eigentliche Jahrhunderttalent der Bayern, so wurde es mal gesagt. Und jetzt spielt er hier bei Kiel. Ja, kann sich hier nicht lösen. Rostock macht hohes Pressing, hohen Druck. Einwurf für die Kieler zwar, aber trotzdem starke Aktion von Pröger. So hoch zu attackieren. Kilkeskopf. Einwurf vor. Und Rostock kann den Ball überhaupt wieder. Dressel. Ah, der Abschluss zu ungenau. Etwas mit den Spann gerutscht. Ball im Aus, gibt Einwurf für die Kieler. Landen nicht mal über der Torauslinie, sondern direkt im Seitenaus, während das nächste Tor gefallen ist. Düsseldorf führt jetzt nur mit 2:1 gegen Bielefeld und setzt damit ihre Erfolgsspur zu Hause fort. Ja, gestern gab es dann noch Paderborn gegen Darmstadt, 1:2 unterlag doch Paderborn zu Hause gegen Darmstadt, ein Wunder gefühlt, was da geschehen ist. Hannover gegen Hamburg, ja, Hamburg durfte dann doch noch das Spiel gewinnen mit 2:1 in Hannover. Das Duell zwischen HSV und HSV sozusagen. Heute Abend dann noch St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim, das Topspiel des Abends der zweiten Liga um 20.30 Uhr. Ja, morgen Karlsruhe-Nürnberg, Magdeburg-Regensburg und Kaiserslautern gegen Braunschweig. Und die Braunschweiger sind natürlich sehr motiviert und beflügelt nach dem 7:0-Testspielsieg gegen Holstein Kiel. Knappe 10 Minuten gespielt in diesem zweiten Durchgang. Auch hier nochmal, Rostock ist besser drauf. Spielt hier den gerade flüssigeren, attraktiveren und offensiveren Fußball. Spielen aggressiver und wissen jetzt, worauf es ankommt. Die Wechsel haben was gebracht. Und man hatte zwei riesen Torchancen innerhalb von wenigen Minuten gehabt. Und hätte hier mittlerweile den Ausgleich auch schon wirklich verdient gehabt in diesem zweiten Durchgang. Mit dieser Unterstützung von den Rängen sowieso. Die Rostocker. Kurzer Ausflug heute hier an Nordsee. Für die Gäste von der Ostsee. Porath köpft den Ball jetzt mal raus. Sucht hier Jan Fiete ab. Der jetzt hier zum ersten Mal den Ball kommen konnte. Und bei ihm fehlt so ein bisschen das, was sich viele, viele Experten eigentlich gewünscht haben. Dass er so richtig gefährlich wird und dann nicht der Kopfschütter wird. Jetzt erstmal Timo Becker. Kommt die Flanke geht, aber die geht direkt in die Arme von Markus Kolke. Ballbesitz für Rostock, der sofort das Spiel schnell macht. Über die rechtsverteidige Position. Über Neidhardt, Bröger, Hinterseher. Dressel verliert den Ball, aber gewinnt ihn zurück. Links raus. Bei Scherf, Seitenwechsel auf die rechte Außenbahn, aber konnte erstmal geklärt werden hier vom linksverteidiger Kieler von Kirkeskov. Trotzdem bleibt Rostock am Ball. Und das tut gut, das merkt man. Die spielen wie beflügelt gerade. Ist die Frage, wie die letzten 30 Minuten dann für Rostock hier aussehen werden. Ob sie immer mehr Risiko gehen müssen, damit das 2:0 vielleicht eher riskieren. Oder ob sie es bei der Aktion, so wie sie es jetzt gerade haben, und bei dieser Schnelligkeit, mit diesem Tempo lassen und hoffen, irgendwie nur so zum Tor zu gelangen. Was, wenn man mich fragt, die bessere Alternative wäre. Dressel. Ja, und da kommt Rosbach mit. Suchet und findet. Rosbach auch Schärf. Rosbach geht immer weiter mit nach vorne, hier schon an der Eckfahne. Also er hilft da richtig mit aus. Einwurf für die Rostocker genau vom Gästeblock, nah am 16er der Kieler.
Ist wirklich schön zu sehen, was diese ganzen Ostclubs da von den Fans her für die Stimmung machen. Nächste Chance für Rostock. Kopfballmöglichkeit für Van Drongelen. Aber der Ball übers Tor. Abschluss für die Kieler. Aber die nächste offensive Möglichkeit für die Gäste. Wenn das so weitergeht, ist das Tor nicht mehr weit entfernt. Und Rostock kann hier ausgleichen. Und könnte den Fluch der Kieler weiterhin fortsetzen. Kiel konnte noch nie punkten gegen die Rostocker. Das einzige Team mit Leverkusen zusammen, wo sie in der zweiten Liga jeweils angetreten sind und noch nicht einmal einen Punkt holen konnten. Momentan sieht es gut danach aus. Verhoek. Dressel mit Bröger. Hinterseher. Neidhardt. Wieder Dressel. Und das ist Verhoek. Ah, Hinterseher wartet zu lange und spekuliert hier, dass er den Ball so kriegt, ohne entgegenzulaufen. Jetzt muss er auch faulen. Taktisches Foulspiel an Jan-Fiete Arp. Spiel läuft weiter. Schnell ausgeführter Freistoß. 2 gegen 2. Finn Bartels. Und da ist die Chance für Ryski. Bereinigt von Kolke. Hintergrund. Die nächste Chance für uns. Bartels. Und vorbei. Aufatmen für die Rostocker Hintermannschaft. Es bleibt beim 1:0. Und da war die große Möglichkeit zum 2:0. Ein ganz schnell ausgeführter Freistoß bringt die Hintermannschaft von Rostock mal ordentlich ins Schwitzen. Erst scheitert Skripski und dann Bartels, der den Ball am zweiten Pfosten vorbeischiebt. Abstoß ausgeführt und Rostock findet sich wieder und muss sich finden. Kurzer Aufreger. Dann wäre es richtig schwierig geworden für die Gäste. Und die Störche, die wollen natürlich das 2:0 erzielen, denn es wäre so ungefähr ein kleines bisschen die Vorentscheidung. Markus Kolke wäre ehrlich gewesen, wäre es das 2:0. Zeigt heute mal wieder, warum er schon seit Jahren ein ausgezeichneter Torhüter in der dritten Liga war und es auch jetzt in der zweiten Liga ist. Und Kiel war am Ball. Konter nochmal. Über Finn Bartels. Der Seitenwechsel. Ah, der kommt nicht an. Direkt in die Arme von Markus Kolke. Kein Problem für ihn. Alles gut. Stunde gespielt. Der Spielstand nach wie vor ungeändert. Die Bilanz momentan bei mit aktuellen Spielstand inbegriffen. 5 Siegen für Kiel. 4 Niederlagen gegen Rostock, die damals war in der dritten Liga. Für alle, die sich fragen, warum, er hat gerade eben gesagt, dass sie gegen Rostock nicht punkten konnten. Ja, in der zweiten Bundesliga konnte Kiel noch nie gegen Rostock punkten. Jetzt gibt es den nächsten Wechsel, Doppelwechsel bei Holstein Kiel. Finn Bartels geht raus, Mühling kommt rein. Und auch Finn Borax geht raus. Und für ihn neu auf dem Platz quasi Okiere Ried. Also Doppelwechsel bei Kiel. Und Rostock mit einer guten Chance, aber am zweiten Pfosten steht niemand. Und Ball war auch im Aus, gibt Abstoß für die Gastgeber. Ja, Jens Hertel, was macht denn noch der Coach der Rostocker? Kann er noch was reinbringen? Wir gucken nochmal auf die Bank, was gibt's denn noch? Es gibt unter anderem noch Schumacher, der Mann, der gegen HSV den Last-Minute-Treffer erzielte. Wir haben Schröter, wir haben Fröhling und Till. Also da gibt es noch einiges, was man reinwerfen könnte aus Sicht der Rostocker. Fried möchte sich jetzt erstmal durchsetzen. Foulspiel von ihm, hohes Bein, Freistoß Rostock in der eigenen Hälfte. Auch eine Aktion, die nicht unbedingt sein muss. Gegen Fröde. Klares hohes Bein, gefährliches Spiel. Hätte man auch eventuell schon direkt über eine gelbe Karte auch nachdenken können. Anstelle von Dr. Martin Thompson. Ja, liebe Zuhörer, Zuschauer, wirkt ein bisschen mit sehr, sehr gerne im Live-Chat. Ihr könnt eine Umfrage teilnehmen. Kommt Rostock immer zurück im Spiel, ja oder nein? Momentan steht es weiterhin 1:0 für Kiel. Die Umfrage sagen ganz klar, 71% sind für ein Ja. Rostock kommt hier nochmal zurück. Momentan sieht es auch danach aus.
Kolke, Befreiungsschlag vor in die Mitte. Verhoek gewinnt das Kopfballduell und sieht dahinter Seher. Der hat ein bisschen Zeit. Tröger. Ja, jetzt gibt's Gelb. Gelbe Karte für den Linksverteidiger, für den Mann, der die Eckstöße tritt, für Kirkeskov. Also drei Kieler jetzt bereits gelb vorgewarnt. Dass es schwierig ist natürlich jetzt für Rostock, da Räume zu finden, weil Kiel natürlich hinten viel zustellt, ist klar. Aber bis hierhin machen sie das außerordentlich gut und es ist nur noch Frage der Zeit, bis der erste Ball wirklich durchkommt, so wie vor allem bei Hinterseher. Und dann kommt der nächste Ball schon wieder rein in den 16er, erstmal rausgeklärt von Timo Becker. Aber Rostock macht das genauso, wie sie es eigentlich hätten in der ersten Halbzeit machen müssen. Spielen offensiv, aggressiv, schnell nach vorne, bringen die Verteidigung bei Kiel ordentlich unter Schwitzen und können auch richtig gut stören. Nächster Einwurf, nächster Fall für Malone. Der Mann, der gefühlt einen halben Kilometer weit werfen kann. Ja, der kommt auch wieder so weit rein in den 16er. Und Obacht, drinnen lauern einige in Schwarz. Das ist Van Drongelen unter anderem. Aber jetzt erstmal geklärt, Einwurf für Kiel. Sie tun sich gerade schwer, in dem eigenen 16er hier zu verteidigen. Es ist nicht leicht. Einwurf Kiel auf der linken Außenbahn in der eigenen Hälfte. Die suchen den Weg natürlich auch mal wieder nach vorne. So wie gerade eben mit dem Angriff über Finn Bartels. Aber schwer. Und das ist Ried, der Mann, der jetzt im Sturm spielt bei Kiel. Der nochmal richtig viel Schnelligkeit reinbringen soll, Torgefahr reinbringen soll. Robustes Zweikampfverhalten. Ein Mann, der dafür eigentlich auch bekannt ist. Hier am Ball, Ried, kann den Ball auch behaupten. Schön durchgesteckt auf Skripski. Steven Skripski. Und drüben rechts ist keiner dabei. Immer noch am Ball, Distanzschuss, der kommt gut. Und Kolke muss wieder parieren, muss sich lang machen. Und Kolke hält Rostock im Spiel. Nächster langer Ball vor auf Friede. Und es gibt den Freistoß, gezogen und gehalten von Rosbach. Knappe 20 Minuten und etwas mehr noch zu spielen. Und die Frage ist, wohin geht die Reise? Jetzt muss erstmal Rostock wieder aufpassen. Es gibt den Freistoß hier in der 67. Minute nun für Kiel, den Friede gerade eben rausgeholt hat. Mühling steht bereit. Ein Mann, der für Standard zuständig ist und auch eigentlich für die Elfmeter. Den durfte aber vorhin an Rese schießen. Freistoß. Mühling bringt ihn rein. Der kommt gefährlich im Rückraum. Die Chance für Rese. Bringt den Ball auch nochmal rein. Und erstmal rausgeköpft. Gibt es Eckball? Ja, den gibt es. Kiel kriegt die Standardmöglichkeit hier in der 67. vor der eigentlichen Heimkulisse, die aber nicht mehr da ist. So, Ball wird zurechtgelegt vom Linksverteidiger. Für diese Standard, für diese Ecke. Er schaut nochmal, hebt den Arm, Ecke kommt, diesmal schön zentral wieder auf Kolke. Das sind echt gefährliche Bälle direkt auf den Tormann. Rese. Und Rostock klärt den Ball raus, nur vorne steht halt keiner zum Kontern. Auch wenn er jetzt gerade die Meter macht nach vorne und versucht, das ist Bröger. Aber sie kommen so nicht an den Ball. Rede macht den nächsten Ball fest. Skripski. Ah, schön durchgesteckt. Links außen ist Platz für Rese. Rese. Immer noch Rese am 16 Meter Rand. Mit einem schönen Tänzchen gegen alle Rostocker. Rese im Rückraum ist Platz. Zum Abschluss vielleicht, aber geblockt von Rosbach.
Es gibt Einwurf für Kiel. Da war die Abschlusschance für Eras. Lang nichts gesehen von ihm in der Begegnung. Und jetzt hört man tatsächlich mal die Heimfans mit Holstein Kiel rufen. Und das ohne den Ultras. Ja, da geht dann doch noch was. Ja, und er ist wieder gefährlich. Im 16 immer noch dabei. Immer noch die Möglichkeit. Eras. Und wieder geblockt. Borat. Und nochmal nachgesetzt von Kirkeskov. Ball immer noch im Zentrum. Aber jetzt ist der Ball bei Kolke in den Armen. Und er schaut schon sofort. Wo findet er jemanden, den er schnell ins Spiel reinbringen kann? Aber geht nicht. Keiner läuft mit, muss also abwarten, muss das Spiel jetzt erstmal langsam aufbauen und ist vielleicht auch die bessere Alternative immer gerade wieder, um ein bisschen Sicherheit wieder reinzubringen, die sie auch eigentlich sich erarbeitet hatten im zweiten Durchgang. Denn Kiel findet langsam wieder zurück ins Spiel durch die Einwechslung von Friede. Ja, und da ist die Chance für Skripski. Skripski, und wird hier gefault, ja oder nein? Ball gespielt, große Frage. Der Protest ist lautstark zu hören, aber Martin Thompson sagt, weiterspielen. Proteste sind nach wie vor lautstark, Spiel wurde noch nicht unterbrochen. Und es wird noch nicht gecheckt. Ballbesitz für Rostock. Die Pfiffe sind zu hören. Während wir das 3:1 für Düsseldorf haben gegen Bielefeld. Torschütze dort, Schinter Appelkamp. Durfte wieder treffen. 20 Minuten noch zu spielen hier in der Holstein Arena, im Holstein Stadion, Entschuldigung. Und die Rostocker hoffen natürlich, nicht nur die Fans, auch der Vorstand, auch die Trainer, auch die Spieler, dass sie irgendwie dieses eine Tor erzielen und dann ist sicherlich der Bann gebrochen. Dann wird es ein ganz offenes Spiel wieder werden mit ein bisschen mehr Offensivfußball von beiden Mannschaften. Rostock ist jetzt für die Offensive drauf und besser drauf. Aber Kiel lässt noch nicht wirklich was zu. Hier nochmal der Hinweis für alle Zuhörer, Zuschauer. Im Anschluss geht es dann auch weiter. Mit Bundesliga, mit Köln gegen Dortmund in der Bundesliga. Wer das nicht verpassen will, gerne abonnieren, alles kostenlos und nichts verpassen mehr. Auch im Anschluss dahin um 18.30 Uhr noch das Topspiel der Bundesliga heute live bei uns. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Also ein langer Tag, den wir heute hier alle gemeinsam miteinander erleben werden, hoffentlich. Ja, Van Trongenen holt sich jetzt hier auch die gelbe Karte ab, Freistoß. Für Kiel gute Position aufgrund des Foulspiels von neun Mann in der zweiten Halbzeit von Rick von Drongelen. Lange Jahre Hamburger Vergangenheit. Zweite gelbe Karte für ihn in dieser Saison. Lassen Sie sich viel Zeit mit der Ausführung des Freistoßes. Jetzt erstmal das Freistoßspray noch gezogen von Thompson, damit dann der Freistoß ausgeführt werden kann ohne Probleme. Kolke ist bereit. Und der Freistoß kommt. So, sehr zentral und wieder aber direkt in die Arme von Kolke. Langer Ball nach vorne, auch Bröger. Im 1 gegen 1. Oh, Bröger setzt sich durch, kann den Ball nach vorne ausbehaupten. Sah nicht so aus, gibt also Abschluss. Aber das sind die Momente, die sie brauchen. Diesen Mut, diesen Willen nach vorne zu kommen und wirklich das letzte Quäntchen an Fleiß noch reinzustecken und jeden Ball erkämpfen zu wollen. Das haben sie hier gerade gemacht und das war auch fast gut ausgegangen.
Während bei Rostock die nächsten 9 Spieler auf dem Platz stehen gleich und den Platz betreten werden. Unter anderem Lee. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war es auch Schröter, aber da müssen wir gleich mal gucken. Erst mit der Abschlag. Direkt auf Rosbach. Melon. Links raus auf Schärf. Gerade noch so gut gegangen. Schöner Seitenwechsel. Auf Neidhardt. Versucht den Ball zu verlängern. Foulspiel von Bröger. Freistoß für Kiel in der eigenen Hälfte. Alles Wichtige zeigt dir, für Hansa Rostock verloren geht. Jetzt gibt es den Applaus. Fabian Reese, der Torschütze zum 1:0 vom Punkt, verlässt den Platz in der 74. Minute. Und für ihn neu im Spiel Stefan Teska. Sieht nach dem nächsten Sieg aus für die Kieler nach dem 2:4 gegen Bielefeld und dem 0:7 gegen Braunschweig. Und auch Kai Bröger muss den Platz verlassen. Für ihn jetzt Nils Fröhling drinnen. Hansa Rostock wechselt ebenso. Noch einmal. Und zwar ist es Lee, der jetzt noch zusätzlich auf dem Platz ist. Doppelwechsel also bei Rostock und ein einfacher Wechsel bei Holstein Kiel. Fröhling. Ah, Foulspiel, viel zu spät gekommen. War ein heftiger Zusammenprall. Nächste gelbe Karte für die Kieler. Und die gibt es hier an Mühling. Das war auch, glaube ich, sein erster Ballkontakt von Mühling. Und nee, stimmt gar nicht, sorry, weil er früher reingekommen ist. Aber erstes harte Einsteigen von Mühling und direkt die gelbe Karte für ihn. Ist dann mit seiner zweite gelbe Karte in der Saison. Also alles noch im grünen Bereich beim Spieler vom KSV. Lee. Ja, Freistoß, richtige Entscheidung von Thompson. Da war Skripski nicht wirklich super in den Zweikampf gegangen. Es gibt also eine gute Freistoßmöglichkeit für die Rostocker. Dürften etwas mehr als 20 Meter zwar sein, aber sehr zentral zum Kasten. Ist die Möglichkeit, vielleicht mal aus einem ruhenden Ball direkt auf den Kasten es zu versuchen. Vielleicht Neidhardt, vielleicht Lee. Mal schauen, wer es macht und wer es versucht. Däne tut schon seine Mauer stellen. Jetzt direkt versuchen oder nicht? Ich glaube, das ist zu weit. Flanke kommt eher rein. Im zweiten Pfosten. Er kommt gut an, aber auch hier erstmal rausgeklärt. Im Rückraum Laut und Matresse. Ja, wird aber nichts. Van Dongenen, kommt er nochmal ran? Auch er nicht. Und Kiel befreit sich. Mit Mühe und mit Not. Und die Konterchance könnte jetzt eingeleitet werden. Es ist 2-1. Oben ist Friede dabei. Skripski und Friede. Friede kann den Ball nicht behaupten. Gut aufgepasst, der Rostocker. Und aufatmen für die Gästefans. Und vielleicht gibt es die Konterchance im Gegenzug. Auch wenn sie hier in Unterzahl sind. Das Sancho, sehr gut. Aber kein Problem für Däne, den Keeper. Somit wieder Ruhe im Spiel, Ballbesitz für die Kieler. Und alles im positiven Bereich für die Gastgeber. Und Marcel Rapp freut sich immer mehr auf diese 3 Punkte. Es war vor dem Spiel das Duell zwischen Platz 8 und Platz 9. Und jetzt werden die Wege dann auch auf jeden Fall mit diesem Spielstand etwas weiter auseinandergehen. Können wir sehr gerne auf die aktuelle Live-Tabelle schauen. Und machen uns die mal auf und sehen momentan, mit diesem Spielergebnis wäre Kiel auf Platz 7 und Rostock auf Platz 9. Also einen Platz würde man momentan gut machen. Nur wenn Kaiserslautern morgen gewinnt, wäre wieder alles beim Alten mit Platz 8 gegen Platz 9. Kiel aber tatsächlich im oberen Tabellenhälfte.
mit nach wie vor einem negativen Torverhältnis. Minus 2, 17 Tore geschossen, 19 bekommen. Bei Rostock sieht es auch ein bisschen düsterer aus, 9 zu 14 Tore. Da muss ich auf jeden Fall noch vieles bessern. Skripski will auf Fröding durchstecken, das klappt aber nicht. Ach, Müding, Entschuldigung, Gottes Willen. 10 Minuten noch gleich hier zu spielen in Kiel gegen Rostock. Nachspielzeit wird es sicherlich auch 2-3 Minuten mindestens geben. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Und in knappen 40 Minuten geht es dann auch schon wieder weiter bei uns. Erster FC Köln gegen Borussia Dortmund. Eine sehr interessante und bestimmt spannende Partie. Skripski. Ah, scheitert hier an Rosbach. Langer Ball nach vorne. Nochmal alles versuchen, vielleicht diesen einen möglichen Konter zu gelingen. Und das schaffen sie auch. Aber Dene. Dene macht sich kurz breit und schnappt sich den Ball dann doch noch vom Fuß von Fröding. Große Möglichkeit. Sie war gerade wieder da für Rostock. Oh! Und Dene mit dem Befreiungsschlagversuch gegen den Kopf von Lee. Und Lee hätte beinahe dadurch den Ball ins Kopf ins Tor geköpft. Das war jetzt ein sehr, sehr schmerzhafter Abschuss von Dene, der fast schief gegangen wäre aus Sicht der Kieler. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Wäre ein sehr sehenswertes Tor geworden. Ja, gute Möglichkeit auf jeden Fall für Fröding im Trikot der Rostocker. 10 Minuten noch. Und Lee liegt am Boden nach diesem heftigen Abschuss gerade von Dene gegen sein Ohr. Das muss auch erstmal behandelt werden auf dem Platz. Wichtige Zeit, die eigentlich Rostock damit verloren geht. Ja, nächstes Tor gefallen, das ist bei Düsseldorf nämlich gefallen. 4:1. Hat Düsseldorf also jetzt alles entschieden. In der 76. Minute ist das Tor gefallen für Düsseldorf durch Oberdorf. Und damit sollte Bielefeld sich erneut wieder geschlagen geben müssen. Gegen ganz starke Düsseldorfer mit dem Trainer Daniel Thürn. Ja, Freistoß, Rostock, Höhe der Mittellinie. Und Thompson hat schon wieder ordentlich was zu klären. Mit allen, mit Eras, mit Skripski und Co. So, nächster Wechsel. Nummer 7 geht's. Und Nummer 11 kommt. Das heißt, Schröter nun auf dem Platz bei Rostock. Und für ihn vom Platz bei den Rostockern. Kann ja gar nicht stimmen. Doch, stimmt doch. Neidhardt runter und für ihn jetzt Schröter auf dem Platz. Da gibt nochmal Abstoß für die Kieler. Es sind wichtige Minuten, die jetzt für Kiel natürlich gewonnen werden und für Rostock verloren gehen. Und die Bilanz geht immer weiter darauf hinaus, dass Kiel zum 5. Mal dann in der Geschichte gegen Rostock gewinnen kann und auch das erste Mal überhaupt in der 2. Bundesliga im Duell gegen Rostock überhaupt punkten kann. Die letzten Minuten bis dahin, dann haben sie dieses Ziel erreicht. Nochmal Schärf mit dem Zug nach vorne. Flanke rein ins Zentrum mit Fröding. Der spielt den Ball zurück auf Malone. Flanke kommt in den 16er. Der ist gut. Auch für Hook. Aber Ball in den Armen vom Keeper. Dene kann wieder aufatmen. Und alle, die hier für Kiel sind, können auch aufatmen. Es bleibt beim 1:0. Wieder Dene, langer Ball nach vorne. Friede. Ah, Skripski kann den Konter vielleicht einleiten.
Steven Skripski, der bleibt direkt aufs Tor, aber kein Problem für Markus Kolke. Es könnte dann doch nochmal so ein richtig hitziges Spiel werden hier am Schluss. Letzten 7 Minuten offiziell jetzt. Lee. Malone. Durch die eigene Innenverteidigung durch. Über Van Drongelen. Der nochmal zurück zum Keeper, zu Kolke. Der schaut schon. Wo sind seine Mitspieler da vorne? Ein langer Ball nach vorne vielleicht. Ja, so macht er es auch. Weit nach vorne geschlagen. Bis kurz vorm 16er. Verhug. Aber geklärt. Und dann noch Offensivfoul oben drauf. Freistoß für Kiel. Weil Schärf hier zu spät kommt. Es sind die letzten Minuten und die letzten Wechsel jetzt auch hier bei Holstein Kiel. Und es ist soweit. Luis Holtby kommt rein. Der Mann, der unter der Woche sich sehr negativ geäußert hat zu diesem Testspiel. Es war wirklich sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schlimm, wie wir da aufgetreten sind. Angsthasenfußball und vor allem auch wirklich komplette Arbeitsverweigerung. Und jetzt kann der Mann, der so große Töne gespuckt hat, hier eigentlich noch in den letzten 5 Minuten alles reinhauen, um diesen Sieg hier am besten mitzunehmen gegen Hansa Rostock. Also Luis Holtby kommt rein für Philipp Sander. Die letzten Minuten. Kann Rostock das Team von Jens Hertel hier irgendwie nochmal zurückkommen? Ich schaue mal auf den Chat, was habt ihr gesagt? Was denkt ihr? Bei 33 Stimmen sehen wir gerade 64% sagen, ja, Rostock kommt immer zurück. Vom spielerischen her stimmt es auf jeden Fall. Rostock kam zurück, Rostock hat gut gespielt, aber das Tor fehlt halt. Das passiert nicht. Und Kiel wackelt sich immer mehr Richtung den Dreier. Und kann vorerst erstmal auf Platz 7 klettern. Und Kaiserslautern bis morgen zumindest hinter sich lassen. Ball jetzt an der Eckfahne. Kiel versucht alles Mögliche, den Ball zu gewinnen. Es gibt Abschluss für Rostock. Georg Weihnachts, willkommen bei uns auf Antenne Ball. Schöne Grüße. Ohne Breyer keine Feier. Haha. Schön, dass du eingeschaltet hast. Rostock darf nochmal nach vorne. Aber zunächst ist erstmal hier diesen Einwurf für die Kieler in der eigenen Hälfte. Sehr, sehr weit in der eigenen Hälfte. Es werden spannende Minuten. Und trotz ohne Ultras kommen die Kieler Fans nochmal zum Hören. Auch wenn es sehr bemüht klingt, aber immerhin etwas. Die Ultras nach Beginn der Partie haben das Stadion verlassen aus Protestaktionen gegen das Präsidenten. Weil Sanktionen angekündigt worden sind in Richtung der Ultras. Und somit möchte ich nochmal zeigen, hey, ohne uns geht hier gar nichts. Und das ist auch wieder mal ein Beweis. Ohne Ultras im Fußball ist die Stimmung gleich null. Denn das, was im Hintergrund hört, die 90 Minuten lang, das sind tatsächlich die Fans von der Ostsee. Das ist Hansa Rostock mit ihren knapp 3000 Fans. Langer Einwurf. Rausgeschlagen. Lee hat den Ball nochmal. Immer noch Lee. Ja, der passt dann zu ungünstig und zu ungenau. Aber Lee setzt nach. Immer noch Lee. Lee, zweiter Fuß ist Platz, das Tor. Ausgleich von Hinterseher. 1:1. Rostock ist zurück. Und das durch so eine starke Arbeit von Lee, der hier nachsetzt und der hier das Tor gefühlt selber vorarbeitet. Und Hinterseher schiebt im 5-Meter-Raum einfach den Ball noch über die Linie. Und schon ist es das 1:1. Es ist gefallen, verdient im zweiten Durchgang. Und jetzt hören wir die Rostocker Fans noch lauter als zuvor.
Es ist passiert. Wir haben lange drauf warten müssen. Rostock hat gekämpft, geackert im zweiten Durchgang und konnte sich jetzt belohnen. Lautstarke Stimmung, wir hören's. Und wir hören noch mal kurz rein für die Rostock-Fans unter euch. Torwahrscheinlichkeit lag bei 59% für Hinterseher, für den ehemaligen Hamburger. Und jetzt erzielt er hier den Ausgleichstreffer für Hansa Rostock. Es werden letzte interessante Momente werden im Spiel. Rostock kontert nochmal. 3 gegen 4. Kiel zieht alle Mann zurück. Sie müssen natürlich alle zurück. Aber bereinigt. Auch wenn hier Rostock Foulspiel fordert. Spiel läuft weiter. Kiel kriegt nochmal den Abwurf nach vorne. Kirkeskov. Mit Teska zusammen. Und viel Zeit. Über Wahl und über Lorenz. Nochmal Teska. Ah, oh, der Pass. Katastrophal. Direkt auf Lee. Der den Ball hier nur rausschlägt. Ich weiß nicht, ob er damit einen Konter einleiten wollte, aber der Ball war sehr ungenau gespielt. Oh, der nächste Ballgewinn. Und die große Möglichkeit nochmal für Hinterseher. Hinterseher immer noch. Ja, jetzt ist schon zugelaufen. Muss er aufpassen, muss gucken, was er machen kann. Hinterseher, rechts außen kommt. Noch jemand mit. Die Flanke ist gut. Und es gibt nochmal Eckball in der 90. Minute für Hansa Rostock. Da war die große Konterchance da. 3 Minuten gibt es hier noch im Holsteinstadion für Hansa Rostock, die jetzt hier kurz davor sind, noch den 2-1-Siegtreffer zu erzielen. Die Ecke von Schröter jetzt. Verhug ist außer Atem. Dennoch wird die Ecke ausgeführt. Schröter, die kommt gut. Aber direkt die nächste Ecke, nein. Schröter kriegt den nochmal. Oh, der ist wieder zentral reingetreten. Und es gibt Eckball Nummer 2 direkt hinterher. Erleben wir wieder eine klassische Zweitbundesliga-Schlussphase hier. An diesem heutigen Tag. Alles ist möglich. Grüße gehen raus an Georg Weinert. Danke fürs Abonnieren bei uns auf Antenne Ball. Ecke nochmal von Schröter von rechts. Ecke kommt sehr hoch, sehr gut. Da ist auch jemand. Handspiel gefordert, aber ist nicht so. Konterchance Kiel vielleicht. 2 gegen 3. Volles Tempo von Vita ab. Ja, da ist viel Platz, da ist viel Platz. Der Abschluss ist gut. Und Kolke muss hin. Und ab! 2:1. Nein, nein, nicht 2:1. Nicht 2:1. Es war täuschend. Es sah fast so aus, als ob der Ball drinne war. Jan Fieter ab, haut den Ball frei vom Tor neben den Pfosten. Und das war der Jubel von den Rostock-Fans und von Kiel-Fans auch, die gesehen haben, dass der Ball drinne war. Und es war das Hinternetz. Was für eine Schlussphase hier bei Kiel gegen Rostock. Und es gibt nochmal den Eckball für Holstein Kiel von rechts. Luis Holpi. Ecke kommt. Rausgeköpft erstmal. Ja, gut da draußen geköpft von Fröhling. Und Kiel, pass auf. Holpi nochmal nach vorne. Nochmal viel Platz. Über die rechte Außenbahn. Drinnen ist Friede. Friede fällt zu Boden. Gibt den nächste Ecke. Kein Elfmeter. Es ist nochmal eine richtig spannende Schussphase jetzt hier im Holsteinstadion. Noch eine halbe Minute in dieser Nachspielzeit. Und nochmal Eckball für Kiel. Und das macht Jan Fieter ab jetzt. Ab, bringt die Ecke rein. Die ist gut! Und knapp über das Tor. Riesen Kopfballmöglichkeit für Kiel nochmal. Durch Eras. Und das dürfte gewesen sein.
Ein Unentschieden. Kiel und Rostock trennen sich mit einem 1:1 an diesem Tage hier im Norden an der Nordsee. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Es war ein wirklich sehr unterhaltsames Spiel. Es hat extrem viel Spaß gemacht, dieses Spiel hier zu kommentieren. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und ich hoffe, dass jeder Rostock-Fan da draußen noch atmen kann und überleben kann diesen heutigen Tage. Was war das für eine Schlussphase am Ende gewesen? Rostock kam zurück und dann am Ende musste Rostock noch aufpassen, dass Kiel nicht doch noch den 2-1-Führungstreffer erzielt und den Endtreffer. Am Endeffekt muss man sagen, ein wirklich ausgeglichenes Spiel. Kiel in der ersten Halbzeit klar besser, in der zweiten Halbzeit Rostock mehr Druck gemacht hat, besser. Ein 1:1, vollkommen in Ordnung an diesem Tage hier im Holstein-Stadion. Das war's hier mit der zweiten Liga. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Für euch der Hinweis nochmal, ihr wisst, denke ich mal, schon Bescheid, die es noch nicht wissen. Jetzt im Anschluss an diesen Stream geht's direkt weiter mit der ersten Bundesliga, mit dem ersten FC Köln gegen Borussia Dortmund bei uns auf unserem Kanal in einem separaten Stream. Wer möchte, kann schon rübergehen und kann dort auf uns warten. Wir sind dann etwa gegen 15.15 Uhr für euch live dort am Streamen. Das war's mit der zweiten Liga. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Unterstützt uns gerne auch in Zukunft mit einem Abonnement oder auch gerne mit netten Kommentaren. Das war's von mir. Wir sehen uns gleich wieder in einer guten Viertelstunde beim Bundesliga-Stream zwischen Köln und Borussia Dortmund. One of my fists, we fire starters. One out of a million, we'll reach those lights.